Ja, herzlich willkommen, meine lieben Freundinnen und Freunde der Freiheit, sehr geehrte Damen und Herren. Ich möchte heute ganz kurz in einem Vortrag erklären, welche Form von Paradigmenwechsel wir zu erwarten haben, beziehungsweise was wir selbst als Bevölkerung, als Menschen dazu beitragen können, dass das, was uns jetzt bevorsteht, friedlich, freundlich, fröhlich vonstatten geht, ohne Mangel, ohne Not und hoffentlich auch ohne Gewalt und ohne Krieg. Nach dem Ende des Schuldgeldes. Es handelt sich, wenn man das wissenschaftlich betrachtet, um einen Bewusstwerdungsprozess. Menschen, die verstanden haben, wie das heutige Geldsystem funktioniert, können sich von ihm und seiner Funktionsweise auch sofort lösen. Ja. Wir haben das Problem, dass die Eliten einzelner Länder, die ja in den Nationalstaaten ihre Macht über Geld ausüben, von diesem Geld abhängig gemacht wurden wie Süchtige. Ihre Geld- und Machtpositionen erleben sie als einen Zwang. Und über dieses verknappbare Schuldgeld sind sie dann von außen manipulierbar und steuerbar. Und wenn man das einmal verstanden hat als Bevölkerung, dann haben wir die Chance, auf diese lokalen Eliten zuzugehen, ihnen die Freiheit zu geben, in ein neues System gemeinsam überzuwechseln in eine Win-Win-Situation, in der diese Eliten nicht mehr von äußeren Mächten gesteuert und manipuliert werden und aus ihrer Sucht herauskommen und Macht auf andere Art und Weise interpretieren als Vermögen oder Geld, so wie sie es heute gewohnt wurden, wie sie sozialisiert und konditioniert wurden. Also, bitte nächste Folie. Gibt es jemanden? Ah, Lorenz. Der Paradigmenwechsel. Der Paradigmenwechsel, in dem befinden wir uns bereit, der ist auch völlig unvermeidbar, der wird stattfinden. Wir haben aber die Wahl, auch als Bevölkerung, als denkende und fühlende Menschen, mitzuentscheiden, um welche Art von Paradigmenwechsel es sich handeln wird. Ist es ein politischer, dann kann es sein, dass es zu Gewalt und zu Krieg führen wird. Ist es womöglich ein religiöser, so waren religiöse Paradigmenwechsel in der Vergangenheit auch selten gewaltfrei, aber wenn wir es so steuern, dass wir sagen, wir gehen den Weg des Paradigmenwechsels in eine neue Wissenschaft, ja, dann kann das friedlich vonstatten gehen. Da gibt es halt ein paar verrückte Wissenschaftler, ein paar Spinner, die eine Zeit lang als solche betrachtet werden. Die halten das dann aus und irgendwann ist ihre versponnene Meinung möglicherweise Mainstream. Ja. Das ist die Art und Weise, wie Paradigmenwechsel in der Wissenschaft funktioniert und diese Chance haben wir. Wir können sagen, Ökonomie und Recht, Wirtschafts- und Rechtswissenschaften, dazu kommen wir dann noch, sind möglicherweise gar keine Wissenschaften. Wir ersetzen sie durch etwas anderes, Besseres. Ja, und das ist der Weg, den ich vorschlage. Und wenn den genügend Menschen unterstützen und verstanden haben, dann kann ich dafür garantieren, dass dieser Paradigmenwechsel friedlich über die Bühne gehen wird. Von Einstein stammt das Zitat, Probleme kann man niemals mit derselben Denkweise lösen, durch die sie entstanden sind. Und er verweist damit auf die Metaebene. Bitte die nächste Folie. Was ist die Metaebene der Problemlösung? Ich hoffe, wir sehen jetzt schon die Folie 3, die Metaebene zur Problemlösung. Danke. Ich bringe dazu ein paar Beispiele, damit ihr versteht, worum es mir hier geht. Aktuell ein Beispiel aus dem Fußball. Europameisterschaft läuft ja gerade. Ihr wisst sicher alle, was die gelbe Karte und was die rote Karte ist. Ja, also wenn jemand einen Spieler foult, auf besonders schlimme Art und Weise erhält er die gelbe Karte, bei einem nächsten ähnlichen Fall die rote und ist damit ausgeschlossen. Wir wissen auch, welche Strategien sich damit für den Trainer ergeben. Wenn die gegnerische Mannschaft einen besonders starken Spieler hat, der technisch besonders viel drauf hat, dann wird der einmal durch den ersten Spieler gefoult, der kriegt eine gelbe Karte, dann setzt man den nächsten auf ihn an, der kriegt auch eine gelbe Karte und irgendwann ist es so K.O., dass er ausgetauscht werden muss. Ja, jeder darf einmal, weil dann hat er nur eine gelbe Karte und nicht die rote. Das wäre jetzt die Taktik innerhalb des Spiels. Ja, also auf der Spielebene, indem wir die bestehenden Regeln akzeptieren und nicht hinterfragen. Wenn es uns aber jetzt um die Gesundheit dieses Spielers geht, wenn wir sagen, kann ja nicht das Ziel sein, dass wir technisch besonders fähige Spieler hier verheizen, ja, indem wir sie durch verschiedene Spieler jeweils einmal fallen lassen, bis sie K.O. gehen, dann entwickeln wir die Regeln weiter und erfinden zum Beispiel eine rote Armschleife. Was heißt das?
Ja, wenn dieser technisch überlegene Spieler einmal gefoult wird und der Gegner erhält dafür die gelbe Karte, erhält gleichzeitig er, nämlich der gefoulte Spieler, eine rote Armschleife. Und das heißt, der ihn das nächste Mal auch nur einmal foult, wird sofort ausgeschlossen. Damit schützen wir ihn und seine Gesundheit. Und das ist eine Problemlösung auf der Metaebene, indem wir die Regeln verändern. Ja, also Metaebene heißt immer, sich selbst das Recht zu geben, die Regeln zu verändern. Wie ist das in der Politik, bei politischen Parteien? Wir haben heute ein lineares Spektrum zwischen rechts und links. Und diese Ideologien, die bekämpfen einander. Wir können auch da eine Ebene darüber gehen und sagen, diese ideologischen Richtungen sind für uns nicht relevant. Wir beschränken uns auf sachliche Problemlösungen in einem engen sachlichen Kontext, blenden die Ideologie aus und entscheiden uns gemeinsam für die für alle beste Lösung. Das werden nicht alle auf Anhieb schaffen. Viele Menschen sind durch ihre persönliche Biografie geprägt. Ja, die können halt mit Menschen aus einer bestimmten politischen Ecke wirklich nicht auf Augenhöhe kommunizieren. Es macht auch nichts, dann sollen sie sich durch andere vertreten lassen oder das langsam üben. Ja. Irgendwann sind wir hoffentlich bei dem Punkt angelangt, dass wir mit Menschen aller Ideologien, politischen Ideologien, aller Religionen auf Augenhöhe verhandeln können, um in einem bestimmten sachlichen Thema zu einem Konsens zu finden. Ein anderes Beispiel, Steuern. Solange wir die Steuern nicht hinterfragen und sagen, der Staat braucht eben Geld und die einzige Möglichkeit ist, die Steuern zu erhöhen, sie zu senken, neue einzuführen, bestehende abzuschaffen, bewegen wir uns in diesem merkwürdigen Umverteilungsspiel. Irgendjemanden nehmen wir Geld weg, weil wir es für einen bestimmten Zweck brauchen. Wenn wir aber dann sagen, der Staat selbst, der Geld braucht, und der Staat sind ja dann letztens wir alle, der könnte ja auch Geld schöpfen, so wie das heute die Banken tun, dann werden wir sofort sehen, dass wenn der Staat selber Geld schöpft, wir auch keine Steuern mehr benötigen. Und dann sind wir auch im Bereich der Steuern auf der Metaebene. Ja, und damit wird natürlich der Staat auch nicht mehr zu einem Gegenspieler, ja, zu einem Feindbild der Bürgerin und des Bürgers. Denn heute ist der Staat eben das Gespenst, die Bedrohungsfigur, der jedem etwas wegnehmen will, ja, und vielleicht eine Gleichmacherei betreibt, eine Umverteilung, was auch immer. Wenn wir sagen, der Staat sind ja wir alle und dahinter stehen Regeln, die wir im Konsens gemeinsam beschlossen haben, der Wertschätzung und der Wertschöpfung, ja, dann brauchen wir niemanden mehr etwas wegnehmen, sondern bewerten nur die menschliche Leistung im Konsens und kommen um das Problem der Steuern komplett herum. Also ihr seht, auf der Metaebene, wo wir die Regeln mitgestalten, haben wir wesentlich mehr Möglichkeiten, setzt aber voraus, dass wir auf Augenhöhe kommunizieren können, ja, und die Anliegen und die Wünsche eines jeden Menschen auch wirklich ernst nehmen. Bitte die nächste Folie. Damit sind wir bei einem spannenden Thema, das ich heute bewusst anschneide, denn es geht ja um diese wirkliche Problemlösung in der Wissenschaft, die Wissenschaftstheorie. Es gibt einen Bereich in den Wissenschaften und der nennt sich normative Wissenschaften. Normativ heißt regelsetzend. Bestimmte Gruppen von Menschen setzen Regeln, an die sich andere halten sollen. Und das ist jetzt genau der Punkt, den wir genauer untersuchen müssen, denn für mich sind das alles Pseudowissenschaften. Regeln zu setzen, hat nichts mit Erkenntnis zu tun, nichts mit Wissen, nichts mit Fortschritt. Das ist ein Teil eines Herrschaftssystems. Normative Wissenschaften beschäftigen sich nicht damit, was ist, sondern was sein soll. Und jetzt sage ich, jeden Sollen muss natürlich ein Wollen vorausgehen. Wer will denn, dass wir irgendwie sein sollen? Und der das will, den bitte ich vor den Vorhang, der soll sich vorstellen und dann reden wir mal drüber, wie angemessen und legitim seine Wünsche sind. Ne? Denn solange wir normative Wissenschaft als Wissenschaft unhinterfragt akzeptieren, kann man damit ein verborgenes Herrschaftssystem, eine Priesterschaft, die eigentlich in die Religionen gehört hat, aufziehen, ja, um die Menschen zu gängeln. Und jetzt ist es interessant, welche Wissenschaften fallen denn in diesen Bereich der normativen Wissenschaft? Ökonomie und Recht, Wirtschafts- und Rechtswissenschaften, Politologie, Pädagogik und Ethik. Also die Gehirnwäsche, Pädagogik ist auch gleich dabei. Ja? Und ich erkläre euch jetzt einmal kurz, warum man sofort erkennen kann, dass es sich hierbei um Pseudowissenschaft handelt. Jeder Politiker, jeder Banker, jeder Unternehmensführer, jeder Lobbyist redet immer vom Markt. Der Markt löst die Probleme und der freie Markt und alle haben den Markt im Mund. Und das könnte man sofort widerlegen, indem man sagt, Freunde, ihr redet unwissenschaftlich, ja? Ihr seid sofort widerlegbar, denn es gibt keinen Markt.
Den Markt hat noch niemand gesehen, er existiert gar nicht. Erwiesenermaßen gibt es nur eine konkrete Marktform, nämlich zum Beispiel ein Monopol oder ein Oligopol oder ein Polypol oder eine vollkommene Konkurrenz. Und wenn ich mir ansehe, was in einem Monopol passiert und was in der sogenannten vollkommenen Konkurrenz passieren soll angeblich, dann sind das von komplett konträre Dinge und beides wird von Lobbyisten und Politikern heute als Markt bezeichnet. Ja? Das heißt, sie verstecken hinter dem Marktbegriff Monopole, ja, und Gruppen, die einfach sich selber die Situation, die Gesetzeslage, die Entwicklung so richten, wie es ihnen passt. Unter dem Deckmantel einer Pseudowissenschaft. Und wie ist es bei den Rechtswissenschaften? Die Juristen, ja, die reden von Gerechtigkeit und sprechen damit ein sozialisiertes Gefühl an, das in jeder ethnischen Gruppe, in jeder sozialen Schicht, ja, in jeder Einkommenssituation immer ein anderes ist. Gerechtigkeit ist subjektiv und sozialisiert und ist nicht objektivierbar. Wenn es aber nicht objektivierbar ist, sondern von der persönlichen Situation und dem Umfeld abhängig, dann kann ich mich darauf auch nicht objektiv im Sinne einer Wissenschaft beziehen. Dann ist es subjektive Sozialpsychologie, um die es hier geht. Ja, und auch das ist nicht Grundlage von Wissenschaft und kann es gar nicht sein. Was wir besser verwenden könnten, ist eine systemische Gesellschaftswissenschaft, die sich auf Sozialpsychologie und Technologie bezieht und die Bedürfnisse sämtlicher Menschen und aller gesellschaftlichen Gruppen in gleicher Weise mit einbezieht. Ja, so dass wir die Gesellschaft nicht als Produktion und Verteilung oder Umverteilung, also nicht als materialistisches Flusssystem von Gütern, Dienstleistungen und Geldmitteln verstehen, sondern als Kommunikationsprozess. Denn der Kommunikationsprozess ist das übergeordnete Modell, mit dem ich natürlich Produktion und Verteilung, ja, oder auch die Notation des Geldes mit integrieren kann. Das mächtigere Modell ist der Kommunikationsprozess. Die systemische Gesellschaftswissenschaft wird Recht und Ökonomie miteinander wieder vereinen. Wir werden dann aber weder Gesetze noch Geld im alten Sinn benötigen, sondern wir werden einfach offen und ehrlich miteinander kommunizieren und kooperieren und so in den Konsens kommen. Also anstatt Produktion und Verteilung ein Kooperationsprozess. Bitte die nächste Folie. Diese normativen Wissenschaften führen leider Gottes zu Wissenschaftsmissbrauch. An und für sich ist es bei den Wissenschaftlern nicht gern gesehen, ich mache es aber jetzt, denn ich möchte ja die Bevölkerung aufklären und ihr könnt das sofort nachvollziehen. Geht bitte einfach einmal auf Wikipedia und sucht nach dem Begriff normative Wissenschaft. Eine normative Wissenschaft, das ist ja entscheidend, ihr werdet das dort auch sofort sehen, Ökonomie, Wirtschaftswissenschaften und Recht zählen dazu. Ökonomie und Recht, und das sind ja die Königsdisziplinen, die freien Wissenschaften, ja, Medizin, Naturwissenschaften und so weiter, durch Budgets, also durch knappes Geld und durch gesetzliche Bestimmungen regelmäßig unterdrücken und gängeln. Ja. Freie Wissenschaften und Künste werden ja laufend unterdrückt durch Ökonomie und Recht, weil die sich das Primat herausgenommen haben, aber erstaunlicherweise als normative Wissenschaft. Und da gibt es dann auf dieser Seite, normative Wissenschaft von Wikipedia, eine ganz große Überschrift. Ist eine normative Wissenschaft möglich? Fragezeichen. Und da werden viele Dialoge und Auseinandersetzungen, Diskurse zitiert, am Schluss auch einige Aussagen von Habermas. Und der Abschlusssatz ist entlarvend, dort steht dann nämlich, damit bleibt die Möglichkeit normativer Wissenschaft weiterhin umstritten. So, kurze Bestandsaufnahme. Ökonomie und Recht sind daher umstrittene Wissenschaften, die nicht anerkannt sind als Wissenschaften, dominieren aber den gesellschaftlichen Prozess und maßen sich an, über andere Wissenschaften, über Budgets und sogenannte gesetzliche Bestimmungen zu bestimmen. Das ist ein Unsinn. Das ist ein modernes Priestertum, ja, von nicht ausreichend gebildeten Pseudowissenschaftlern, die sich als sogenannte Berater, sogenannte Beratungsfirmen, sogenannte Pseudoakademiker an die Politiker heranmachen und als Lobbyisten Minderheitsinteressen gegen Mehrheitsinteressen durchsetzen. Das ist die einzige Funktion, die man vor allem auch durch Bildungsinstitutionen, die diesem Humbug, ja, weiterhin dienen, installiert hat. Wenn die Bevölkerung aufwacht und erkennt, dass es sich dabei nicht um legitime Wissenschaft handelt, indem die systemische Gesellschaftswissenschaft entgegenhält, ja, dann haben wir in Wirklichkeit die Transformation
auch schon wieder beendet. Ja, dann werden wir in der systemischen Gesellschaftswissenschaft unsere Lösungen finden. Was heißt das? In Wirklichkeit werden wir heute über unsere Gefühle und Emotionen manipuliert. Und das ist die wirkliche beinharte Wahrheit, denn von klein auf, also schon von der Volksschule über Gymnasium und auch über das Studium, wird uns nicht emotionale Kompetenz beigebracht. Es gibt wunderbare Aussagen, Analysen heute, wie Emotion und Gesundheit zusammenhängt. Ja, also, dass man die meisten Krankheitssymptome eigentlich über die Emotion entstehen. Und auch bei Geld ist es in Wirklichkeit so. Die Fernsteuerung und Fremdsteuerung der Menschen über Geld funktioniert in folgenden Stufen. Erstens, wenn wir davon überzeugt sind, dass Geld eine Sache ist, also ein Ding, eine Substanz. Zweitens, diese Sache besitzt für sich einen immanenten Wert. Drittens, dieser Wert beruht auf Knappheit. Die Spielregel heißt Angebot und Nachfrage. Das Gesetz von Angebot und Nachfrage ist eigentlich ein Erpressungsspiel. Nicht? Wenn man also sagt, stellt euch vor, es gibt so und so viele Gegenstände einer bestimmten Sache und die Nachfrage ist höher, die Menschen wollen davon mehr, dann wäre die normale Antwort, ja, dann produziere ich einfach mehr davon, damit ich die Nachfrage befriedigen kann. Und komischerweise lautet aber die Antwort der Ökonomen nicht, ich erweitere das Angebot, sondern ich erhöhe etwas und das heißt Preis. Ja. Wenn ich aber den Preis erhöhe und das Angebot nicht ausweite, dann heißt das von Anfang an, dass ein bestimmter Teil der Nachfrage nicht befriedigt werden kann. Und für diesen Teil der unbefriedigbaren Nachfrage hat die Wissenschaft weder einen Namen noch eine Lösung. Die fallen also einfach um, die werden nicht berücksichtigt in der Disziplin. Man behauptet einfach, es entstünde ein Gleichgewicht über einen steigenden Preis. In Wirklichkeit ist es eine Erpressung und eine Ausbeutung der Bevölkerung. Das ist also die einfache Demaskierung des Spiels von Angebot und Nachfrage. Hinter diesem Begriff hat man es geschafft, dass die Bevölkerung sich Erpressung bieten lässt über ein Pseudo-Naturgesetz. Gut, und diese Sache, die einen Wert besitzt intrinsisch und nur dann einen Wert hat, wenn sie knapp ist, die müssen wir uns dann auch noch bei irgendjemandem ausleihen. Wo der die Sache hernimmt, das hinterfragen wir nicht. Das dürfen wir auch gar nicht wissen. Ja, wieso der sie hat und wir nicht, wird uns auch nicht erklärt. Und das wird schon gar nicht in den Wirtschaftswissenschaften erklärt, nämlich nicht, wo Geld herkommt. Das sind die vier Stufen der geistigen und emotionalen Manipulation, der vor allem unsere Eliten in den Nationalstaaten unterliegen. Ja, die Reichen und Superreichen sind am meisten vom Gefühl des Geldes, das nur dann wertvoll ist, wenn es knapp ist und dass sie sich immer irgendwo ausleihen müssen, in der Regel bei einer sogenannten Bank, ja, davon sind sie am meisten betroffen und abhängig. Zum Missbrauch kann man sich bei der Kreditopferhilfe.net informieren. Da gibt es einen offenen Brief auch an die Rektorin der Wirtschaftsuniversität mit der Überschrift, warum lehren die Wirtschaftswissenschaften Irrlehren, ja, nämlich insbesondere über die Geldschöpfung. Die Rektorin hat geantwortet und hat gemeint, das ist nicht ihre Zuständigkeit, die Departmentsvorstände wären dafür zuständig. Ja. Hochinteressant, so kann man es sich natürlich auch leicht machen. Ich habe auf der Seite antibilanz.info auch das Bilanzmodell widerlegt. Informationstheoretisch sind Bilanzen wertlos und das kann man beweisen, weil eine Bilanz und das Rechnungswesen eines Unternehmens nämlich eine nicht triviale Maschine nach Heinz von Förster ist. Heinz von Förster hat gemeinsam mit Norbert Wiener die Kybernetik entwickelt, ja, und hat das Denkmodell der trivialen, nicht trivialen Maschine entwickelt. Und leider ist eben das Rechnungswesen von Unternehmen ein Anwendungsfall der nicht trivialen Maschine und damit ist der Informationsgehalt null. Aber das würde jetzt zu weit führen. Der perfekte Finanzbetrug, ein Buch von Dr. Manfred Biegler, Wirtschaftsprüfer und gerichtlich beeideter Sachverständiger. Ich hoffe, er kommt noch im Laufe des Abends. Ist schon da? Aha, ist schon da, wunderbar, Manfred, wir freuen uns dann, dass du später uns Gesellschaft leistest. Da wird man auch sehen, wie diese Ideologien und diese Pseudowissenschaften missbraucht werden. Ja, und die Zitate von Ford, von Henry Ford, es ist gut, dass die Bevölkerung die Geldschöpfung nicht versteht, denn sonst hätten wir eine Revolution noch vor dem morgigen Morgen. Oder auch von John Kenneth Galbraith, dem großen amerikanischen Ökonom, der gesagt hat, die Geldschöpfung der Banken ist so einfach, dass sich der gesunde Menschenverstand dagegen sträubt. Also da haben einige schon aus dem Nähkästchen geplaudert und es wurde aber trotzdem nicht verstanden. Bitte die nächste Folie.
gehen wir also jetzt bitte dazu über, ein kurzer Überblick. Wer glaubt heute noch, dass wenn er sich bei der Bank Geld leiht als Kredit, er das Geld von Sparern erhält? Einfach die Hand aufzeigen, wer das glaubt. Danke, wunderbar, dann kann ich das schneller durchnehmen. Ja, ihr habt eure Hausaufgaben gemacht, ich bin stolz auf euch. Wunderbar. Also Geldformen und Geldfunktionen, da gehe ich daher auch sehr schnell drüber. Es gibt eben Geld mit Eigenwert als Tauschgeld, als Idee. Dann gibt es die gedeckten oder ungedeckten Schuldscheine, die sogenannten Banknoten, wo es wichtig ist, haben die eine Seriennummer oder nicht. Dann gibt es die Bits und Bytes im Computer, das sogenannte elektronische Geld oder Chiralgeld. Die Geldfunktionen sind aber eigentlich der Kern, wozu wir Geld brauchen. Das Tauschmittel oder das Wertaufbewahrungsmittel ist nicht die Hauptfunktion, nicht? Denn das sind sogenannte Mittel, die ja, wenn wir es elektronisch verwenden, sowieso nicht da sind. Wir tauschen ja nicht, wenn wir Zahlen in den Computer eingeben, sondern wir bewerten und wir löschen wieder die Bewertung. Ja? Und genauso ist es bei der Wertaufbewahrung. Wir schreiben eine Zahl auf. Ja, und die wird hoffentlich dort stehen bleiben oder sie wird gelöscht, aber dann hoffentlich in unserem Auftrag und nicht von jemand anderem. Das heißt, was wir wirklich benötigen und was vielleicht sinnvoll wäre, auch im Vergleich zu Naturwissenschaften, ist ein Wertmaßstab. Und wir wissen, dass wir uns Meter und Zentimeter und Kilogramm auf der Baustelle nicht ausleihen müssen. Ja? Und halbfertige Gebäude, die irgendwo rumstehen, die sind sicher deswegen nicht fertiggestellt worden bei Bauprojekten, ja, weil dem Bauherrn das Geld ausgegangen ist, also die Euro, aber nicht die Zentimeter. Und wenn wir das einmal verstanden haben, dann wissen wir auch, wo wir ansetzen können, indem wir einen Wertmaßstab definieren und uns vom Tauschmittel trennen. Interessant bitte ist auch die Betrachtung Geld versus Gutschein, die sogenannte Essensmarke. Denkt bitte an Folgendes. In wirtschaftlichen Notsituationen, und in Amerika ist das angeblich für 20% der Leute heute auch schon so, lebt die Bevölkerung von Essensmarken. Das heißt, sie bekommen einen Gutschein, gehen damit zu einer öffentlichen Küche und holen sich dafür ein Essen ab. Und jetzt kommt etwas Interessantes. Viele haben mir ja geschrieben, wie ich das erste Mal gesagt habe, wir können das Geldproblem auch mit Gutscheinen lösen. Ja, was sind denn Gutscheine? Gutscheine sind ja wieder nur Geld. Eben nicht. Eben nicht. Ein Gutschein, den kann ich persönlich auf einen Namen ausstellen, den kann nur eine bestimmte Person einlösen, nur für ein bestimmtes Produkt, zum Beispiel für eine Suppe in einer Suppenküche. Ja? Und wenn er eingelöst wird, dann wird er wieder vernichtet. Da gibt es keine Menge an Gutscheinen und auch keine Gutscheinmenge und auch keinen Gutscheinumlauf. Ja? Und den muss ich mir vor allem auch nicht ausleihen gegen Zinsen. Okay? Also die Gutscheinidee, wie der Name schon sagt, ist offenbar gut. Gutschein. Ja? Und das Chiralgeld, wie wir es heute verwenden, ist dann vielleicht ein Bösschein oder ein Schlechtschein. Ja? Es ist ja eigentlich dann eben ein Geldschein und kein Gutschein. Das heißt, die Eliten allerdings, die politischen Eliten schaffen es, der Bevölkerung diese Gutscheine immer nur in Zeiten zur Verfügung zu stellen, wo es den Menschen wirklich schlecht geht. Damit assoziieren sie das emotional immer mit Krisensituationen und kommen nicht auf die Idee, dass im Gutschein in Wirklichkeit die Lösung für das Paradies liegen würde. Okay? Weil sie ja immer davon ausgehen, eine andere Behörde, Autorität, Ministerium muss ihnen erlauben, einen Gutschein zu verwenden, anstatt dass sie sagen, wir machen uns die Gutscheine selber für das, was wir selber gut finden. Ne? Beispielsweise, das Recht geht vom Volk aus, dann gehen auch die Gutscheine vom Volk aus. Ja? Also wir können das jederzeit, denn es ist ja nur ein gelebtes Wertesystem, auf das ankommt. Gold als Wertsicherung ist eine Möglichkeit, ich werde im Detail noch darauf eingehen, aber bitte achten wir immer auf die Prämissen. Bitcoins und Co. in der Fragerunde, könnt ihr mich dazu noch fragen, sind für mich momentan keine Lösung. Denn das, was wir in den Kryptowährungen vor uns sehen, ist wieder ein Tauschmittel, das einen Eigenwert vortäuscht und wieder auf Verknappung beruht, damit es seinen Wert behält. Ja, und damit sind wir wieder in der Konkurrenz und wir sind wieder fremdgesteuert und es ist intransparent und auf das können wir als aufgeklärte Menschen verzichten. Bitte nächste Folie. Also, wir sagen, es gibt das positive Warengeld wie Goldmünzen, es gibt das verzinste Schuldgeld wie das Chiralgeld oder die Banknoten, ja. Und es gibt das Vollgeld und das ist jetzt die Treuhandfunktion der Bank, das ist das, was man versucht hat, in der Schweiz per Volksabstimmung einzuführen, hat leider nicht funktioniert. Wir können aber in Österreich jederzeit neu starten, ja, oder auch in anderen Ländern. Dann heißt das, die Geldschöpfung wird nur noch von der Zentralbank, also von der Nationalbank eines Landes
übernommen für einen bestimmten Anlass, der gesetzlich definiert wird. Ja? Und dieses Geld bleibt dann im Eigentum, solange es einen positiven Wert repräsentiert, des Bankkunden. Und die Bank verwaltet das Konto nur als Treuhänder und nicht mehr in der eigenen Bilanz als Eigentum und eigene Schuld auf der Gegenseite. Okay? Das wäre eben das Novum, das ist die Neuigkeit. Dadurch kann die Zentralbank beliebig viel Geld schöpfen, ohne dass die Geschäftsbanken dadurch sich überschulden. Denn die Geschäftsbanken in der Kreditvergabe heute verschulden sich ja laufend bei sich selber, bei jedem Kredit, den sie vergeben, buchungstechnisch. Und daher erreichen sie irgendwann die Basel-Grenzen, können keine neuen Kredite ausleihen, ja, kommen unter Druck, weil die bestehenden Kredite ausfallen. Ja, damit geht ihr Eigenkapital noch mehr zurück, weil ja die ausgebuchten Forderungen Aufwand darstellen. Ja, und damit entsteht eben eine Kreditklemme. Das ist das Problem, unter dem wir halt heute leiden. Und die vierte Kategorie von Geld, die ich mir erdacht habe, ist das sogenannte Informationsgeld. Und das wäre jetzt eben das Geld nach dem Schuldgeld. Da gibt es gar kein Geld mehr. Das ist nur der Wert der erbrachten Leistung. Jeder, der leistet, bekommt das gebucht. Und wenn er konsumiert, wird es einfach vernichtet. Ja, es funktioniert dann in Wirklichkeit wie ein Gutschein, aber rein elektronisch. Und die Mengen, also die Tarife, für welche Leistung ich was gutgeschrieben kriege, wird konsensiert. Und lokal bei jedem Unternehmen vor Ort wird der Preis bestimmt, man könnte sagen nach Angebot und Nachfrage, in dem Sinn, dass solange die Kapazität des Unternehmens für alle ausreicht, die Kunden nichts bezahlen müssen. Ja? Kunden, die sich in der Kapazität des Unternehmens durch ein Abonnement zum Beispiel, rechtzeitige Bestellung, was auch immer, bewegen, die konsumieren immer gratis, weil dort nämlich für jeden Leistenden Geldschöpfung betrieben wird, und für den Konsumenten außerhalb der Kapazität Geldvernichtung. Das heißt, ich breche die Geldschöpfungsfunktion der Bank auf jeden Bürger und jede Bürgerin herunter. Jeder hat seinen eigenen Rechnungskreis und wir hören auf, gegenseitig individualrechtliche Schuldverträge untereinander zu schließen und haben nur noch Gesellschaftsverträge mit der gesamten Gemeinschaft. Das meine ich mit der Reintegration von Ökonomie, von Wirtschaft und Recht. Ja, denn die schuldrechtlichen Individualverträge nach römischem Recht sind Sklavenverträge nach römischem Sachen- und Schuldrecht. Das brauchen wir nicht. Ja. Rousseau hat seinerzeit das Buch über den Gesellschaftsvertrag geschrieben und kaum, dass er es geschrieben hatte, wurde es auch schon verboten. Daran erkennt man die wirklichen gesellschaftlichen Lösungen. Alles, was dann sofort wieder verboten wird. Also das war natürlich die Lösung. Denn auf der individuellen Seite kann ich auf jeden Menschen und seine Besonderheiten den Vertrag zuschneidern. Und auf der Gesellschaftsseite, der andere Vertragspartner, ist eigentlich ein Logistiksystem. Das ist eine Software, die ihn immer mit seinem individuellen Warenkorb versorgen kann. Und das heißt, dass wir uns alle gegenseitig permanent unterstützen können, ja, und keiner jemals vom anderen eine Zahlung verlangt, denn bezahlt wird er immer aus der ganzen Gemeinschaft, wenn er seine Leistung zur Zufriedenheit des Kunden erbracht hat. Und das ist die Revolution in Wirklichkeit, die, wenn man sie verinnerlicht und über ein IT-System implementiert, zu einem völlig anderen Empfinden führen wird. Dass wir einander Freunde sind, ja, dass wir einander permanent unterstützen und froh und glücklich sind, wenn andere etwas besser können als wir. Das heißt, es gibt dann keinen Wettbewerb in dem Sinn mehr, ich muss immer der Beste sein, damit ich von anderen mehr Geld kriege, sondern ich bin froh, wenn in einem bestimmten Bereich andere etwas besser können als ich, weil ich mich dann in anderen Bereichen noch viel mehr entwickeln kann. Ja? Also wir gehen dann in die Vielfalt, in die Multidimensionalität, wir gehen dann in die Diversität, ja, und wir können dann unser Leben in die Fülle leben. Bitte nächste Folie. Also das materialistische Tauschgeld existiert in den Kategorien Warengeld wie Goldmünzen, Schuldgeld, Banknoten oder Giralgeld und Vollgeld, Treuhandgeld. Alle diese drei Kategorien sind ein materialistisches Tauschgeld, denn sie behaupten einen Eigenwert, einen intrinsischen Eigenwert, der natürlich nur bei Verknappung realisiert werden kann. Mit diesem Eigenwert sind natürlich Probleme verbunden wie Wechselkurse, die man manipulieren und ausbeuten kann, Inflation und Deflation, das Problem der Geldmenge im Vergleich zur Menge an Gütern und Dienstleistungen und auch die Umlaufgeschwindigkeit dieses Geldes. Also alle diese klassischen Probleme, die ihr in der Vergangenheit nie, und ich wiederhole, wirklich nie nachhaltig zufriedenstellend gelöst wurden von den Ökonomen und den Politikern, ja, in sämtlichen Staaten.
die sind mit der materialistischen Geldidee, Geld mit Eigenwert verbunden. Und das kommt aus dem Tausch. Dieser Eigenwert bleibt ja nur erhalten, wenn Geld knapp ist. Und diese Verknappung beruht auf dem Pseudonaturgesetz von Angebot und Nachfrage. Postmaterialistisches Geld, das nur noch ausschaut wie Geld, nämlich eine Zahl, die bei Leistung größer wird und bei Konsum wieder kleiner, ist dann das Informationsgeld. Das ist aber so wie Meter und Kilogramm die Beschreibung des Werts von etwas anderem. Das hat nicht mehr einen Eigenwert, sondern ist der Wert der von uns erbrachten Leistung. Und wenn wir das humanistisch sagen, erhalte deine Gesundheit, bilde dich weiter. Ja? Also wenn du jetzt auf Kur gehst, 6 Wochen und abnimmst und sportlicher wirst und gesünder, dann zahlen wir dir etwas dafür, weil du als gesunder Mensch für die Gesellschaft mehr wert bist als als kranker Mensch. Das heißt, die Menschen können damit, dass sie gesund werden, plötzlich Geld verdienen, anstatt Geld auszugeben, in der falschen Hoffnung gesund zu werden. Ich meine, das alleine macht ja schon einen Unterschied. Also in so ganz wesentlichen Dingen. Wir richten den Fokus dann sofort auf den Wert von dem, was wirklich passiert. Und nicht auf den Pseudowert des Tauschmittels, der immer nur ein vorgetäuschter Wert ist. Ja? Und da verwende ich dann die Begriffe Wertschöpfung, das ist das, was die Menschen leisten, und Wertschätzung, das ist das, was ihnen dann gut geschrieben wird. Ja? Ich erbringe eine Wertschöpfung zur Zufriedenheit des Kunden, die Wertschätzung wird mir gebucht und das ist sofort meine Kaufkraft. Das wird nicht weitergegeben, sondern einfach gelöscht in einer Knappheitssituation bei Konsum. Ja, verschwindet dann wieder. Man kann sich das auf Informationsgeld.info anschauen. Bei osbi.com werden wir es einführen. Bitte die nächste Seite. Und nie zu vergessen, jede Form von Geld, die wir uns vorstellen können, ist immer ein Gesellschaftsvertrag. Auch das heutige Geld, das wir als individuelles Tauschmittel im Rahmen von römisch-rechtlichen Schuldverträgen verwenden, ist ein Gesellschaftsvertrag. Denn alleine dadurch, dass wir diese Münzen und Scheine auch hier im Lokal weitergeben, ja, akzeptieren wir den Gesellschaftsvertrag durch konkludentes Verhalten. Das ist genauso wie mit der Geburtsurkunde, ja, und ähnlichen Dingen. Ja, durch konkludentes Verhalten wird implizit ein Vertrag eingegangen und keiner weiß, was wirklich dahinter ist. Das ist im Prinzip genau die gleiche Geschichte. Ja, das konkludente Verhalten akzeptiert die Geldform. Und da gibt es dieses schöne Zitat, gib mir die Macht der Geldschöpfung, es ist mir egal, wer die Gesetze schreibt. Und ich habe das umformuliert, denn ich möchte ja nur ein gesetzliches Tauschmittel, ein gesetzliches Zahlungsmittel. Das heißt, man müsste eigentlich sagen, gib mir die Macht der Gesetzgebung, ist mir egal, wer das Geld verbucht. Dann sind wir am richtigen Weg. Und das ist jetzt die Aufgabe der Demokratie. Das ist die Aufgabe einer Gesellschaft im Konsens, die sich selbst die Spielregeln gibt, nach denen sie leben will. Ja? Wenn wir das schaffen, dann erschaffen wir eben Spielregeln, nach denen wir im nächsten Schritt verbuchen. Und das kann uns weder die Federal Reserve, ja, noch sonst jemand verbieten. Das ist unsere eigene Zuständigkeit. Ich glaube, die warten eigentlich nur darauf, dass das irgendeiner einmal macht. Natürlich in einem größeren Raum. Ja, und dann sagen sie, ah, endlich sind wir ein paar draufgekommen. Ja, jetzt können wir aufhören, immer so die Bösen sein zu müssen. Also das römische Recht, das Sachen- und Schuldrecht, ist natürlich Sklaverei und Imperialismus. Ich finde das merkwürdig, dass in unserer Geschichte dieses römische Recht immer so in den Mittelpunkt gestellt wird und dass nicht germanische oder keltische Vorstellungen, ja, wie dort gelebt wurde, mit welchen Rechtsformen, mit Naturrecht und so, dass das nicht zumindest in gleicher Weise, ja, ebenbürtig unterrichtet und gelehrt wird. Also, Gesellschaftsverträge sind den Individualverträgen überlegen, denn von einem einzelnen Individuum kann ich natürlich nur selten das bekommen, was ich wirklich will. Ja? In vielen Fällen sind die nicht einmal, ist mein Geschäftspartner nicht einmal so liquid, dass er mir Geld gibt und dann muss ich gegen ihn unfreundlich werden. Dann muss ich ihn verklagen, ja, Insolvenz treiben, alles Mögliche. Das hilft aber weder mir noch ihm. Das macht für uns beide die Situation schlimmer. Wenn ich mich direkt an die Gesellschaft wende, und die ist ja immer liquid, weil das sind wir alle, das ist nur die Frage, wie die Logistiksoftware konfiguriert ist, ja, dann werde ich aus der Gesellschaft immer das kriegen, was ich mir wünsche. Das ist gar keine Frage. Ja. Also sichern uns die Gesellschaftsverträge besser ab als Individualverträge. Bitte die nächste Folie, doppelte Buchhaltung. Was die wenigsten verstanden haben, bitte, ist Folgendes. Durch diesen unschuldigen Buchungssatz per Soll anhaben und dann kommt der Geldbetrag, haben wir ein Nullsummenspiel erschaffen. Denn wir tun ja so, als würden wir uns Goldstücke, ja, von der einen Seite zur anderen weitergeben. Insbesondere auch über die Konten, Forderungen und Verbindlichkeiten. Das ist also die Kette,
Ja, also diese Versklavungskette, die quer durch die Gesellschaft geht, auf der Grundlage dieser römisch-rechtlichen Schuldverträge, die Forderungen und Verbindlichkeiten. Und was ich in der Zukunft beim Informationsgeld vorschlage, das ist ein einfaches Rechnungswesen, das besteht nur noch aus dem Konto Kassa und Aufwand und Ertrag nach verschiedenen Kategorien. Wenn wir etwas leisten, dann wird durch Kassa an Ertrag Geld geschöpft. Und wenn wir in einer Knappheitssituation konsumieren, wird durch Aufwand Kassa das Geld wieder vernichtet. Und was in der Zeit dazwischen übrig bleibt, ist unser Eigenkapital und mehr an Konten brauchen wir nicht mehr. Aber solche Konten hat jeder Mensch. Jeder Mensch hat diese Form von Rechnungswesen und er hat einen Vertrag immer nur mit der ganzen Gemeinschaft und nie mit anderen, daher brauchen wir auch keine Forderungen und Verbindlichkeiten mehr. Damit befreien wir uns endgültig aus den geistigen Versklavungsketten, ja, des römischen Verschuldungsrechts. Das ist nämlich der entscheidende Punkt. Römisches Recht besteht ja nur aus Sachenrecht und Schuldrecht. Menschenrecht kommt nicht vor. Ja, das ist ja das Verrückte. Das heißt, sie definieren nur den Bezug der Menschen zu Sachen, aber nicht der Bezug zum Mensch zu anderen Menschen. Es sei denn, der andere Mensch ist ein Sklave und damit wieder eine Sache. Das ist das Verrückte. Also, dieses Nullsummenspiel existiert natürlich nur im Schuldrecht und wenn wir das unhinterfragt anwenden, ergibt sich die Idee, als wäre tatsächlich die Ausbeutung ein Naturgesetz. Das ergibt sich dann einfach aus den handelsrechtlichen Buchungsregeln. Und Menschen, die Wirtschaft und Recht studieren und damit eigentlich die formalen Einstiegsbedingungen haben, in unserer Gesellschaft in einer Führungsposition einmal tätig zu sein, als Politiker oder was auch immer, als Berater, ja, die sind so geprägt. Die glauben, das ist genauso wie die Fallgesetze von Newton. Ja? Das muss einfach so sein, dass wir uns ausbeuten und sagen, der Mensch ist halt so. Nicht? Das wird dann in den Menschen hineinprojiziert. Nicht? Dann kommt der Sozialdarwinismus und ähnliche Konstruktionen oder der ökonomische Mensch und ähnliche Blödheiten. Das ist die Illusion des Geldkreislaufs. Bei der Bank hört der Geldkreislauf auf. Nicht? Die Bank schöpft das Geld in der Kreditvergabe und vernichtet es bei der Kredittilgung. Nicht? Das heißt, tatsächlich funktionieren Banken sowieso schon anders als die Weitergabe von Münzen. Dort wird geschöpft und vernichtet, beinhart. Das heißt, wenn man das einmal verstanden hat, wie die Bankbilanz und die Bankbuchhaltung funktioniert, sieht man, es ist in Wirklichkeit Bewertung und Geldschöpfung. Und wenn wir das verstanden haben, dann implementieren wir es für uns alle und nicht nur für die Banken. Bitte die nächste Folie. Durch die Bank wird bei der Kreditvergabe die Bilanz verlängert, bei der Tilgung verkürzt, aber, und das ist das Problem, für die Zinsen erfolgt keine Geldschöpfung, denn die Bank bucht ja die Zinsforderung gegen Ertrag und nicht gegen eigene Verbindlichkeit. Also die bucht ja dummerweise, kann man sagen, dem Kreditnehmer nicht gleich das Geld für die Bezahlung der Zinsen auf sein Girokonto. Das wäre dann wenigstens praktisch. Nicht? Ich hätte ja nie etwas gegen Kreditzinsen, wenn die Bank so wie das Kapital ja, auch gleich die Zinszahlung am Konto zur Verfügung stellen würde. Ja, dann können sie sich gern bedienen. Dann habe ich ja nichts gegen 20-30% Zinsen. Ja, kein Problem. Wenn das also mit der Kreditsumme gleich zur Verfügung gestellt wird, dann haben sie es aus. Man könnte jetzt naiverweise fragen, warum machen sie das nicht so? Naja, vielleicht wäre es dann zu offensichtlich, was für ein komisches Spiel das ist. Na gut, aber wir haben sie jetzt auch dekodiert. Jetzt haben wir sie trotzdem durchschaut. Nächste Folie bitte. Und jetzt sind wir bei den Chancen. Welche Chancen ergeben sich jetzt aus diesem Verständnis des Schuldgeldsystems für die Zukunft? Naja, wir, und ich schreibe jetzt extra rot in Klammer, wir alle als Gesellschaft und zwar langfristig, wir benötigen nichts Knappes von Wert, weder Gold noch Kredite noch Tresore noch Wertpapiere. Also diese ganze Pseudowissenschaft, die uns immer vorgaukelt, nur das, was knapp ist, ist wertvoll und Sie wären die Einzigen, die wüssten, ja, wo da jetzt ein Kurs nach oben geht und was da so wichtig ist etc. Langfristig brauchen wir das alles nicht. Als Gesellschaft, als ganze Gemeinschaft. Anders ist das für einzelne Individuen. Also wenn jetzt irgendjemand viel Geld auf einem Bankkonto hat, dann würde ich ihm als Einzelindividuum, wenn er besorgt ist, und er hätte dann allen Grund besorgt zu sein, wenn er einen hohen Betrag auf einem Bankkonto hat, ja, sehr wohl Edelmetalle raten. Ja, ist überhaupt keine Frage. Einfach nur, damit er selber beruhigt ist. Und solange er psychologisch von dieser Idee dieses werthaltigen Zahlungsmittels abhängig ist, ja, verschafft er sich damit in der Nacht ruhigen Schlaf. Ist keine Frage. Ganz, ganz wichtig. Das müssen wir so akzeptieren.
Aber wir müssen auch verstehen, dass wir langfristig als Gemeinschaft, wenn wir die Idee einmal verstanden haben, uns davon befreien können, dass wir es nicht mehr brauchen. Bitte die nächste Folie. Nicht nur das Informationsgeld stellt jetzt jedem Menschen eine eigene Bilanz zur Verfügung, indem er sagt, leiste ich etwas, buche ich Kassa an Ertrag, erhöhe damit das Eigenkapital. Und wenn ich konsumiere in Knappheitssituationen, wird die Kassa wieder geringer, durch den Aufwand auch das Eigenkapital, meine Bilanz verkürzt sich. Die Bilanz macht das Gleiche wie die Bankbilanz, wie bei der Kreditvergabe und bei der Kredittilgung. Ja, nur für jeden einzelnen Menschen. Wir sind alle Bank, wir leisten, wir sind ja in Wirklichkeit der Kern der Gesellschaft. Nächste Folie bitte. Wenn man einmal die buchungstechnisch verstanden hat, dann muss man natürlich auch den Politikern heute eine Rute ins Fenster stellen. Denn es ist unerträglich, wenn sie verlangen, Steuergeld zur Bankenrettung zu verwenden. Das ist bitte wirklich ein Verbrechen. Ja. Warum? Naja, es gibt heute schon das Institut, die Einrichtung des sogenannten Debt Equity Swap. Das heißt, wenn ein Unternehmen zum Beispiel einen Bankkredit hat und den nicht bedienen kann, der Unternehmer hat aber gute Zukunftschancen, der kriegt in ein, zwei Jahren große Aufträge und hat dann hohe Gewinne, dann kann er unter Umständen den Banker dazu bewegen, diese Verbindlichkeit in eine Beteiligung umzuwandeln. Der Banker sagt, okay, ich halte ein, zwei Jahre still, bis du den Auftrag kriegst und kriegt dann als mitbeteiligter Unternehmer eine höhere Gewinnbeteiligung, also mehr als Gewinneinteil, als ich in der Zwischenzeit an Bankzinsen verdienen würde. Und du überlebst, ich brauche dich nicht in den Konkurs schicken, weil du deinen Kredit nicht zahlen kannst. Ja, das ist dann für alle eine Gewinn-Win-Situation. Der Banker hat dann mehr und der Unternehmer auch. Und wenn wir jetzt wissen, dass das gesamte Giralgeld, alle Girokonten der Bank, Fremdkapital der Bank sind, also eine Verbindlichkeit der Bank, dann können wir natürlich durch eine einfache Gesetzesregel sofort den Banken erlauben, dieses Fremdkapital in Eigenkapital umzubuchen. Es wäre dann aber eine Staatsbeteiligung. Ein einfaches Gesetz, das besagt, alle Girokonten der Banken, die heute Fremdkapital sind, sind eine Staatsbeteiligung und damit für die Bank Eigenkapital. Damit entsteht ein unglaublich großer Puffer an Eigenkapital für die Banken und sie können dann auf der Gegenseite, auf der Aktivseite, ihre faulen Kreditforderungen in beliebiger Höhe abschreiben, ausbuchen als Aufwand, ohne dass ihr altes Eigenkapital bedroht wird, weil das ja durch diese Umbuchung, den sogenannten Debt Equity Swap, also Fremdeigenkapitaltausch auf Deutsch, erhöht wurde. Okay? Und durch den dann immer noch verbleibenden Staatsanteil an der Bank kann ich diese teilverstaatlichte Bank dann zum Beispiel auch für ein bedingungsloses Grundeinkommen oder für andere Dinge für die Geldschöpfung mitverwenden. Und damit auf der Girokontenebene fürs breite Publikum das Geld dann nicht verschwindet, das ja sonst verschwinden würde beim Ausbuchen der Kredite, kann ich den entsprechenden umgebuchten Anteil auf den niedrigeren Rechnungskreisen in einen Vollgeldrechnungskreis auf Treuhandkonten überführen und damit bleibt auch die Geldmenge unverändert und es kommt nicht zu Deflation. Das ist eine ganz einfache Vorgangsweise, die technisch okay ist, die braucht nur 5 Zeilen in einem Bankenreformgesetz, ja, dafür eine politische Mehrheit und ein Verständnis und jeder Staat auf jedem Punkt der Erde kann jederzeit, sofort, durch diese einfache gesetzliche Regel Banken in jedem betraglichen Ausmaß sofort retten, ohne auch nur einen Cent Steuergeld einzusetzen. Sie tun es aber nicht, nach Italien. Ja, sie tun es nicht. Mit den Italienern habe ich sowieso schon geredet. Ja, vielleicht verstehen sie es irgendwann einmal. Einige da unten verstehen es schon. Ja, es muss ich jetzt nur noch bis zur Bank von Italien, zur italienischen Nationalbank durchsprechen. Meine Unterlagen haben sie schon erhalten. Ja. Also, ich bin mir absolut sicher, wenn Sie das jetzt mit Steuergeld durchziehen, dann wird das auch in Italien Folgen haben. Ja, denn die Informationen von mir haben Sie bereits erhalten über unsere Freunde in Südtirol. Wir haben das also an die ganzen Rechtsanwaltskammern, an sämtliche Gerichte, an die italienische Nationalbank, an die italienischen Großbanken, an alle weitergeleitet, dass das eine Option ist und dass die Bevölkerung sich das einfach nicht mehr gefallen lässt, dass für so einen Nonsens Steuergeld verwendet wird.
Denn dieses Steuergeld, das wird ja dann vernichtet, das ist ja dann weg, das fehlt uns ja dann auch in der Geldmenge, das fehlt dann im Umlauf. Ja, muss man sich vorstellen. Nicht? So entstehen ja, und das muss man dann wirklich in Frage stellen, ob das nicht beabsichtigt ist, Wirtschaftskrisen. Nicht? Denn bitte, die Rezession in den 30er Jahren ist ja durch die Geldpolitik bewusst herbeigeführt worden. Das ist ja auch so eine gefährliche Geschichte, die von den Mainstream-Ökonomen verleugnet wird. Ja, das ist eine Pseudowissenschaft, um einfach zu verdecken, dass sämtliche Wirtschaftskrisen in der menschlichen Geschichte gezielt herbeigeführt wurden. In der Regel, um durch die Inflation das Lohn- und Preisniveau zu brechen. Ja, und einfach die Einkommen derer, die halt an Dividenden und Zinsen verdient haben, ja, in die Höhe zu heben, ja, oder hochzuhalten und es nicht durch Inflation gefährden zu lassen. Dieses Ziel, keine Inflation zuzulassen, ist ja immer im Interesse derer, die von Dividenden und Zinsen leben, und natürlich nicht der arbeitenden Bevölkerung. Ja. Das ist der ganz entscheidende Punkt. Wie auch immer, wie kann ich bitte, nächste Folie, wie kann ich jetzt aus Angst und Gier und der emotionalen Fremdsteuerung aussteigen? Ich erkläre euch jetzt einmal ganz kurz, wie ihr in dieses Denken und Fühlen des Informationsgeldes, also Geld wirklich nur als Zahl und nicht mehr als Sache mit Eigenwert, hinüberkommt, über diese vier Barrieren, die ich vorher genannt habe. Das wäre jetzt etwas für unsere Eliten, also die, die jetzt von Geldbeträgen und von dem Machtgefühl, dem Statusgefühl, hohen Geldes abhängig sind, die müssten diese vier Schritte bewusst in Workshops und Seminaren nachvollziehen. Erstens. Geld ist eben keine Sache, sondern eine elektronische Buchungszeile. Ja, wenn man mal das verstanden hat, weiß man auch, dass man es jederzeit buchen kann, in beliebiger Höhe. Wichtig ist natürlich nur die rechtliche Grundlage. Wie legal ist das dann? Gibt es dafür eine Grundlage, eine rechtliche? Ja, wie ist das abgesichert? Der zweite Schritt, die einen Wert besitzt, nein, sondern dieses Geld beschreibt nur den Wert einer menschlichen Leistung. Also nicht das Geld selber, nicht die Zahl in sich ist wertvoll, ja, sondern das, mit dem dieses Geld erzeugt, geschöpft wurde. Genauso wie man sagt, wenn ich jetzt ein Holzbrett abmesse mit 5 Meter Länge und ich habe ein anderes, das ist 7 Meter lang, dann ist nicht die Zahl 5, ja, und die Zahl 7 interessant, dass ich sage, die 7 ist jetzt länger als die 5, sondern die Bretter sind es, die länger sind. Ja. Ich muss mich also auf das konzentrieren, was ich gemessen habe. Und nicht auf die Maßzahl, die das Ergebnis der Messung ist. Dritter Punkt, der auf Knappheit beruht, ja eben nicht. Denn durch die Leistung entsteht der Wert, auf die Wertschöpfung erfolgt die Wertschätzung und wir als Gemeinschaft definieren gemeinsam im Konsens, was uns wie viel wert sein sollte. Zum Beispiel, wenn ein Hochwasser droht und die Dämme brechen, ja dann werde ich den Leuten besonders viel aufs Konto buchen, die jetzt Sandsäcke schleppen, beispielsweise. Ja. Wenn es einen Unfall gibt, die Notärzte und die Feuerwehr werden dann super bezahlt. Wenn ich eine tolle neue Erfindung benötige, damit ich einen Schadstoffausstoß aus irgendeinem Schornstein verringern kann, der Ingenieur, der das leistet, der kriegt eine super Prämie. Dadurch bin ich ja als Gesellschaft immer total flexibel und kann mich über dieses gemeinsame Wertesystem immer wieder an die neuen Erfordernisse anpassen. Ihr seht also, diese Art von Informationsgeld hat nur noch eine Motivationsfunktion, hat keine Verknappungsfunktion, ja, hat nicht mehr die Funktion, einen Umlauf zu beschleunigen oder irgendjemanden im Hintergrund zu belohnen. Es geht hier wirklich nur noch um eine Motivation, die wir alle gemeinsam bestimmen können. Das ist das Schöne daran. Die ganzen Side-Effects, die Nebeneffekte durch die falsche Idee, das Geld habe selber einen Wert, der nur durch Verknappung bestimmt ist. Ja, diese Side-Effects fallen alle weg. Die man sich ausleihen muss. Natürlich muss man sich nie wieder im Informationsgeldsystem etwas ausleihen. Diese Idee fällt komplett weg. Ich kann mir einen Rasenmäher ausleihen, ein Auto, ja? Ich kann jemanden um Rat fragen, alles das, ganz richtig. Aber Geld kann ich mir nicht mehr ausleihen, denn das entsteht durch meine eigene Leistung. Und da gibt es eine riesengroße Palette an Angeboten im Internet, ja, durch welche Leistungen ich was sofort an Wert schöpfen kann, wenn ich sie erbringe. Und je vielfältiger das wird und je toller und reichhaltiger die Auswahl, umso mehr Begeisterung werden sich die Menschen einbringen, die dann auch vielfältig sind und jeder wird super verdienen, aber nie zu Lasten und auf Kosten anderer, sondern nur dadurch, dass sie den Wert und den Nutzen für alle erhöhen. Ja, das ist das Schöne an dieser Idee. Soll ich Gold kaufen? Ja, als Individuum, wenn man sich absichern will vor dem, was vielleicht bei den Währungen bevorsteht,
durchaus, und da haben wir dann auch Angebote. Gernot wird dann über eine Liste durchgehen lassen. Ja. Es ist schon unterwegs, Name, E-Mail-Adresse, Telefonnummer, eine Liste zur finanziellen Sicherheit. Wir machen dann einen Newsletter und alles das, was ich gemeinsam mit meinen Netzwerken, Organisationen und Freunden jetzt bewege, werdet ihr regelmäßig mitbekommen. Ja, der Umstieg von gefährdeten Währungen auf Edelmetalldepots in einem Zollfreilager in Zürich ist ein erster Schritt, den man dann im persönlichen Eigentum hat. Ja, mit ganz kleinen Sparbeträgen kann man da anfangen, etc. Die Rückforderung bzw. das Einklagen von Lebensversicherungsverträgen. Lebensversicherungen können sehr viele nicht mehr auszahlen. Das ist also auch ein Geschäftsmodell, das einfach nicht mehr funktioniert. Auch das ist ein Thema, dem wir uns widmen werden. Ja, und auch andere genossenschaftliche Geldlösungen und alles, was sich dann weiterentwickelt, auf das werdet ihr dann entsprechend hingewiesen und eingeladen. Wer will, kann dann teilnehmen, und es ist natürlich nie ein Zwang vorhanden, ist ja klar. Bitte die nächste Folie. Ich habe jetzt gesagt, Gold kann man kaufen. Ja. Man muss natürlich jetzt Folgendes sehen, bin schon am Schluss. Man muss natürlich Folgendes sehen: Im alten System sind Edelmetalle nur dann wertvoll, solange sie knapp sind. Es kann sein, ist durchaus möglich, dass in China, in Russland oder sonst irgendwo in Asien sich zigtausende Tonnen Gold befinden, die nicht im offiziellen Goldkreislauf vorhanden sind. Historisches Gold aus adeligen Familienbeständen. Würden die jemals auf einen offiziellen Goldmarkt kommen, kann man sich vorstellen, wie der Goldmarkt einbricht. Das ist etwas, was man einfach wissen muss. Und ich habe hier etwas abgelichtet aus einem Buch von Joseph P. Farrell. Das Buch hat den Titel The Philosopher's Stone. Und das ist ein Artikel aus der Frankfurter Zeitung von 1924 von einem Topphysiker, Walter Gerlach, der mit einem Herrn Stern gemeinsam ein Experiment gemacht hat, für das dann der Herr Stern den Nobelpreis gekriegt hat. Das Stern-Gerlach-Experiment. Und der schreibt in der Frankfurter Zeitung von 1924, neue Alchemie, wir wissen heute, wie man Gold macht. Sie konnten damals Gold aus Quecksilber herstellen, und zwar nicht in kleinen Beträgen, sondern so viel, wie sie halt gebraucht haben. Ich habe aus anderen Quellen Informationen, dass eine ähnliche Möglichkeit auch mit Braunsgas besteht. Das heißt, wenn einmal das Wissen in die Öffentlichkeit kommt, dass die chemischen Elemente transmutiert werden können, und zwar ohne dass Radioaktivität im Spiel ist, denn die klassische Schulphysik besteht ja darauf, dass die Umwandlung der chemischen Elemente nur in Verbindung mit Radioaktivität möglich sei. Es gibt aber auch andere Energieformen, die dann noch nicht berücksichtigt sind, die das auch möglich machen, die Transmutation chemischer Elemente. Dann wissen wir, wenn das einmal Mainstream geht und im öffentlichen Bewusstsein ist, dann ist Knappheit überhaupt kein Wertmaßstab mehr. Und darauf solltet ihr natürlich vorbereitet sein, auch wenn ihr Edelmetalldepots anlegt, die natürlich keine schlechte Idee sind, wenn man davon ausgeht, dass Gold- und Silberpreise und sowas jetzt einmal in die Höhe gehen werden. Weil natürlich auch sehr viele, die auf das Ganze schon gesetzt haben, alles tun werden, dass diese Preisentwicklung stattfindet. Die wollen ja selber was dran verdienen. Bitte die nächste Seite. Ihr kriegt dann bitte hinten beim Gernot, beim Büchertisch auch einen Kongressband, Auswege aus der Krise vom vorigen Jahr, Südtirol in Bozen, ein Kongress, Vorträge von Alec Gagneux über Vollgeld in der Schweiz, Tobias Plettenbacher über Regionalwährungen weltweit und von mir über Informationsgeld von Tausch zur Kooperation und konkrete Lösungsvorschläge für alternative Geldsysteme in Südtirol. Da ist auch eine DVD dabei. Ja, könnt ihr beim Gernot hinten am Büchertisch erhalten. Letzte Folie bitte, also oder vorletzte. Aktuelle Fragen, die Folgen des Brexit. Naja, bitte, das ist ein politisches Problem. Alles, was an ökonomischen Folgen jetzt möglicherweise kommen wird, ist designed. Ab einer bestimmten Geldsumme, und das beginnt beim zweistelligen Milliardenbetrag, ja, geht es nie um ökonomische Spielregeln, und es ist reine Politik im Spiel. Reine Politik. Auch die Frage, ob die Deutsche Bank überleben wird oder wie es mit ihr weitergeht, ist eine politische und keine ökonomische Frage. Das muss man streng trennen. Es ist eine Frage der Größenordnung der Geldbeträge, ja, wo Ökonomie aufhört oder dann vielleicht für die Öffentlichkeit noch vorgetäuscht wird, aber in Wirklichkeit Politik dahinter steht. Soll ich meinen Kredit zurückzahlen oder einen neuen aufnehmen?
das hängt von eurem Nervenkostüm ab. Es ist reine Psychologie. Es ist reine Psychologie. Informiert euch über die Rechtsnatur von Staaten. Ja? Was ist ein Gerichtsvollzieher und was ist er nicht? Was ist ein Inkassobüro und was ist es nicht? Und so weiter und so weiter. Ja? Redet mit ein paar Freemen, da seid ihr hier sowieso in guter Gesellschaft, und dann überlegt, was für euer Nervenkostüm und für euren Lebensweg das Richtige ist. Ich kann es euch nicht sagen, denn je nachdem, in welcher Entwicklungsstufe ihr seid und wo ihr hin wollt, ist das für jeden anders. Und das ist auch das Schöne. Jeder darf einen anderen Weg gehen, aber kann die anderen informieren. Ist ja schön. Kryptowährungen würde ich momentan weniger empfehlen. Also ich weiß, dass die Blockchain-Technologie vom IWF finanziert wurde. Ich bin mit den Programmierern in Berlin und auch in der Schweiz einige Male zusammengetroffen, im Silicon Valley der Schweiz, wo alle diese ganzen Ethereum, Monetas und wie sie alle heißen, diese Firmen sitzen. Viele der Blockchain-Programmierer sind dann abgesprungen, weil sie erkannt haben, dass die Technologie nach oben nicht skalierbar ist. Also wenn das über viele, viele Millionen hinausgeht, dann steht das System, das kann man nach oben nicht erweitern, das geht gar nicht. Und es hat dann die deutsche Fidor Bank und JP Morgan in Amerika lautstark bekannt gegeben, dass sie die Technologie ihren Kunden zur Verfügung stellen werden. Ja, das heißt, hat sich was mit, wir machen unser eigenes Geldsystem ohne Bank, die Banken haben das im Vorfeld schon finanziert, ja, und wollen das jetzt den Kunden unterjubeln als neue Technologie, als sei die Technologie die Problemlösung, es wird immer noch verknappt, ja, es werden immer noch Zinsen kassiert, es ist immer noch eine Schuld. Ja. Und das ist das Wesentliche. Die Technologie ist ja eigentlich zweitrangig, sollte man nicht vergessen. Soll ich Lebensmittel horten? Hängt davon ab, ob ihr schon in der Lage seid, euch durch Licht zu ernähren. Ja? Oder alleine von Wasser und Salz und Information. Ja? Es gibt unterschiedlichste Entwicklungswege. Natürlich könnte ein paar Säcke Reis und sauberes Wasser dafür sorgen, dass das da ist. Würde an für sich schon genügen. Ja? Und wenn ihr einen Garten habt mit ein paar Obstbäumen, ist das auch kein Fehler. Ja, oder ein paar Kräuter anbaut oder Gemüse. Ja. Aber das muss jeder selbst entscheiden, das kann man nicht verallgemeinern. Soll ich mich autark machen? Ja, und in jedem Fall. Und das beginnt geistig und emotional. Unabhängig werden von dem, was der Nachbar sagt, ja, was die Familie denkt und wie sie auf einen schimpfen, ja, was man isst oder nicht isst oder trinkt oder nicht trinkt, was man braucht oder nicht braucht. Das ist einmal der erste Punkt. Soll ich eine bestimmte Partei wählen? Ja. Und zwar die Partei, die als erstes in ihr Programm aufnimmt, wir wollen ein neues demokratisches Geldsystem. Die auf jeden Fall. Ich kenne sie persönlich noch nicht. Ich habe einmal eine gegründet, wo wir gesagt haben, hoffentlich schaffen wir das. Das hat sich dann wieder zerschlagen. Ja? Aber die, die das sich auf die Fahnen schreibt und im Parteiprogramm ganz vorne gesagt, als erstes kümmern wir uns um ein neues Geldsystem, ja? Und natürlich die dazugehörende Rechtsordnung, die hätten sofort meine Stimme, für die würde ich mich einsetzen. Ja, so würde ich auch werben gehen für die. Ja. Keine Frage. Denn das ist der erste Schritt in eine wirkliche Problemlösungsstrategie mit der Bevölkerung. Letzte Folie, jetzt, das ist jetzt nur noch ein Überblick auf die Bewegungen, in denen ich zusammenarbeite. Ubuntu, OSPI, Wirbank, die ist jetzt hat sich ein bisschen zurückgezogen. Vollgeldinitiative, Human Economy ist die Bewegung in Südtirol. Monetative kennt ihr vielleicht aus Deutschland. Das ist Copiosis. In Amerika, die haben eine informationsgeldähnliche Idee begonnen, ganz spannend. Dann gibt es die Free Money oder No Money Bewegung in Neuseeland. Das ist eine wählbare Partei, die sich für die Abschaffung des Geldes einsetzt, interessant. Dann gibt es die Free World Charter Organisation mit dem Schmetterling und Positive Money aus UK, aus Großbritannien. Das sind alles Bewegungen, die vom bestehenden Geldsystem loswollen und in eine andere Geldordnung. Und ich danke jetzt hiermit für eure Aufmerksamkeit und eure Geduld und stehe euch jetzt beliebig lange noch für eure Fragen und für Diskussionen zur Verfügung. Schönen Abend. Meine sehr verehrten Damen und Herren, guten Abend. Auch von meiner Seite ein herzliches Willkommen. Ich danke dir, lieber Franz, für deine wirklich großartigen Ausführungen. Und sie zeigt uns eines, dass das Wissen von uns Menschen, was Geld betrifft, gerade einmal ausreichend ist, im alltäglichen Gebrauch damit umzugehen. Aber das vertiefte Wissen, um was geht es hier wirklich, was passiert im Hintergrund mit dem, was unsere Existenz sichert, das ist wohl nicht gegeben. Ich darf bitte den Herrn Dr. Manfred Biegel ersuchen, dass er jetzt auch zu uns aufs Podium kommt. Und ich werde das auch gleich nützen, Ihnen das Podium, insofern es nicht davonrennt, vorzustellen. Ich fange halt mal gleich bei mir an. Mein Name ist Karl-Heinz Winkelmeier. Ich bin im Verein Vorstands...
Mitglied im Verein für Medienkultur und für mich gibt es diesbezüglich einen ganz wichtigen Aspekt, weil Medien einen ganz großen Anteil daran haben, uns demokratisch über die Situation in unserem Land oder was Geld betrifft auch aufzuklären. Hier ist auch eine sehr starke Verantwortungshaltung gefragt. Ich darf vielleicht ganz links außen beginnen und darf Ihnen vorstellen, Herrn Michael Berndt, Dr. Michael Berndt. Michael Berndt ist Finanzkontrollexperte im österreichischen Rechnungshof und war Bewerber für das Amt des Rechnungshofpräsidenten. Aber wie es halt so in unserem Land ist, haben Sie keine großartige politische Lobby hinter sich, haben Sie keine Großpartei, die Sie mehr oder weniger so wie die jetzige Rechnungshofpräsidentin bestens, sage ich mal, qualifiziert ist, dann hat man keine Chance. Nein, Michael Berndt wäre ein exzellenter Fachmann und ich glaube, er wird uns heute noch einiges zu diesem Thema auch sagen können. Manfred Biegler, ich freue mich, Sie oder dich wieder mal hier begrüßen zu dürfen, beziehungsweise dich wieder mal zu moderieren. Ich darf auch auf die akademischen Titel verzichten. Ich glaube, das ist irgendwie auch eine österreichische Unart, die man nicht unbedingt braucht. Wir sind Menschen, wir sind alle, glaube ich, von gleichem Blut und wir haben durchaus den Anspruch darauf, auch so zu sein, wie wir dürfen. Manfred Biegler ist Wirtschaftsprüfer und Treuhänder. Das heißt, er kann beide Seiten sozusagen vertreten oder kennenlernen oder er berät auch beide Seiten. Er ist Buchautor. Er schreibt in verschiedenen Wirtschaftszeitungen wie dem Wirtschaftsblatt, ja, zum Beispiel der perfekte Finanzbetrug. Ich kann Ihnen dieses Buch nur empfehlen. Also wenn Sie das gelesen haben, wissen Sie, wie unsere Welt nicht funktionieren soll. Er schreibt Fachartikel in diversen Zeitungen, unter anderem im Wirtschaftsblatt und er ist gerichtlich beide der Sachverständiger, wenn ich das jetzt richtig in Erinnerung habe. Ja, den Professor Hörmann, den Franz, brauche ich euch nicht vorstellen. Der hat jetzt uns gerade bewiesen, wie das wirklich ist und eben im Hinblick auf dass das Geld oder das Wissen von uns über Geld uns gerade mal über die Runden bringt im alltäglichen Gebrauch, das ist ja etwas, das uns manipulierbar macht. Und ich habe vielleicht gleich eine interessante Zahl. Wir haben sehr viel halt gehört vom Schiralgeld, wir haben gehört, dass es echtes oder Buchgeld gibt, dass es verschiedene Formen von Geld gibt. Und es gibt natürlich auch das offizielle Zahlungsmittel, das Bargeld. Ich habe eine Zahl aus dem Jahr 2002, da entsprach das Verhältnis von Bargeld zur Geldmenge, also Schiralgeld, einem Verhältnis von 1 zu 17. Also auf einen Euro gab es, der in Bar vorhanden war, also als echtes Geld, gab es 17 Euro Schiralgeld. Ich nehme an, dass sich diese Zahl dramatisch verändert hat und würde da gleich meine erste Frage an die Herren am Podium stellen. Wer kann uns zu diesem Thema etwas sagen und wie schaut das tatsächlich heute aus? Hat sich diese Zahl auf 1 zu 20 oder 1 zu 25 verhindert oder ist das noch viel, viel dramatischer geworden? Wer möchte bitte antworten? Naja, grundsätzlich ist einmal davon auszugehen, dass sich es deutlich erhöht, nochmal deutlich erhöht hat. Dafür sprechen ja auch so ein bisschen einhackend an die Angebot- und Nachfragefunktion, die ich vorhin erwähnt habe, so gesagt, es wird eine bestimmte Verknappung auch herbeigeführt, um sozusagen zu einer höheren Bepreisung auch zu gelangen. War ich versucht, gleich ein bisschen zu widersprechen, weil gerade die EZB ja genau den umgekehrten Weg geht. Das heißt, die pumpt eigentlich nach wie vor massiv Geld in den Markt, womit man eigentlich die andere Frage stellen könnte, nämlich bekomme ich jetzt als Sparer, wenn man sagt, das ist ein knappes Gut, nicht zu wenig für das, was ich jetzt bei der Bank liegen habe. Es wird uns jetzt verkauft, dass das alles eigentlich keinen Wert hat. Das ist ja unbeschränkt zur Verfügung und deshalb kriegen wir keine Zinsen auf den Bankkonten. Also man könnte die Sparer auch umdrehen. Aber das Geldmengengefüge hat sich natürlich nochmal deutlich ausgeweitet. Jetzt eine Zahl zu nennen, zu sagen, es beträgt jetzt 1 zu 29 oder 1 zu 30 oder noch höher, das wäre jetzt illegitim und weiß ich ehrlich gesagt jetzt auch nicht, wo wir da aktuell jetzt landen, nicht? Aber dass ein krasses Missverhältnis da ist, ist einfach, so ist es, ja. So ist es. Aber ja, man muss natürlich auch noch etwas dazu sagen, es gibt auch sehr viele Barmittel, die einfach versteckt sind, die abgezogen sind, ja. Da gibt es Schwarzgeld und alles Mögliche. Und
Eines, was man sofort erkannt hat, auch bei der Einführung zum Beispiel der Kryptowährungen, leider Gottes, und da muss man den Kritikern des Bargeldes durchaus auch recht geben, das wird natürlich sehr viel auch für Drogenhandel, Prostitution und für Waffenschiebereien verwendet. Ja? Also Geldwäsche mit Kryptowährungen, das ist üblich. Nur ja, Bitcoin und Co. und ähnliche Systeme, also Blockchain-Systeme, weil das eben wirklich anonym ist. Nicht so ganz anonym sind ja unsere Banknoten, Geldscheine genau genommen, ja, weil sie ein Copyright haben und kein Schuldschein der Bank sind. Aber es gibt ja auf YouTube sehr spannende Videos, wo Menschen einen 5-Euro- oder 10-Euro-Schein in eine Mikrowelle legen, ja, und dann einfach einschalten und dann macht es kurz zack und dann hat der Geldschein in der Mitte so ein kleines verbranntes Loch, ja, weil da angeblich ein RFID-Chip eingebaut ist. Das heißt, unsere Banknoten oder Geldscheine, also Banknote wäre ein formalrechtlicher Schuldschein der Bank, wo die Bank dann auch unterschrieben hat und sagt, ich löse ein gegen einen Gegenwert, damals noch Gold, oder ein Geldschein, das ist wertlos, ne, der Scheingeld, und die haben dann ein Copyright-Symbol oben. Und das ist übrigens nichts Neues, keine neue Erfindung, das hat es ja schon 1905 und so auch gegeben, ja. Geldscheine mit Copyright, das war immer schon ein Trickmittel, das hat die Bevölkerung selten durchschaut oder verstanden. Nur die werden teilweise scheinbar wirklich gechippt, das ist ganz interessant, ja. Und da wird sehr genau darauf geachtet, welchen Weg die dann nehmen. Also das ist nicht so anonym, wie man glauben könnte. Und auch Banküberweisungen und bei Kreditkartenzahlungen weiß man sowieso, sind alles andere als anonym. Und da geht es in Wirklichkeit um die Überwachung der Bevölkerung. Und dass hier irgendein Vergehen, also Geldwäsche oder was auch immer, verhindert werden sollte, das steht ganz, ganz weit im Hintergrund. Nicht? Denn davor sind ja in Wirklichkeit die Banken selber nicht geschützt, beziehungsweise haben sie ja teilweise in einem sehr großen Umfang fast keine andere Möglichkeit mehr, ein Geschäftsmodell zu fahren, wenn sie das nicht tun. Ja, also es gibt ja Länder, und zu denen gehört Österreich auch, die für Oligarchen großer anderer Staaten für die Geldwäsche geradezu sich prostituieren und prostituiert haben, weil die Banken sonst nicht mehr wissen, wovon sie leben sollen, ne, um das einmal ganz offen auszusprechen. Und das ist jetzt wertfrei. Da gebe ich keinen den schwarzen Peter und sage, das ist böse. Das hat sich einfach im System so entwickelt. Ja, so ist das System zusammengefügt. Am Ende des Tages hat man nur noch diese Chance. Ich wollte ein bisschen was anfügen, weil es die Anonymität und das Ansammeln von Daten und Datenanalyse ein ganz heikler Punkt ist. Und wer es von Ihnen vielleicht schon erlebt hat und so ein neues Bankkonto eröffnen wollte, wird vielleicht auch schon die Erfahrung gemacht haben, dass jetzt von den Banken unterschiedlich, meist auch in englischer Fassung oder in deutscher Fassung, sehr umfassende Formulare und Daten verlangt werden, um überhaupt die Berechtigung zu besitzen, das Konto eröffnen zu dürfen. Jetzt könnte man natürlich fragen, was hat es da mit auf sich? Und ich habe mir die Situation erlaubt zu sagen, nachdem ich keine Interessen in den Vereinigten Staaten habe, keine Formulare von US-Behörden auszufüllen, diese sogenannten FATCA-Dokumente, wer das kennt, worauf dann das Ganze eine ganz interessante Entwicklung genommen hat. Nämlich, man hat mir dann erklärt, dass diese Verweigerung dazu führt, dass ich sozusagen als sogenannter Recalcitrant eingestuft werde, also als Widerspenstiger, der sich dieses System wehrt. Mit der Folge, dass hätte ich US-Konto besessen, diese sofort geschlossen worden wären. Und zweitens, das Bestandskonto können Sie mir nicht gleich schließen, aber jede weitere Kontoeröffnung wird verweigert. Das heißt, ich kann nur mit dem bestehenden Konto weiterarbeiten, sonst eine weitere Kontoeröffnung ist nicht mehr zulässig. Aber es ist natürlich jetzt nicht so, dass meine Daten auch nicht weitergegeben würden, sondern sie werden natürlich weitergegeben in einer sogenannten Pooling-Meldung. Also das geht dann alles an die Vereinigten Staaten. Und jetzt habe ich mich gefragt, also wieso tut man das eigentlich? Warum machen europäische oder auch österreichische Großbanken Unternehmen derartige Kopfstände? Ja, da bin ich auf interessante Sachen gestoßen. Erstens, machen Sie das ja nicht so, weil Sie so altruistisch den US-Behörden gegenüber wären, sondern die Amerikaner sind da relativ wenig zimperlich und haben gesagt, okay,
Wir sind, also das Mäntelchen des Gesamten war, oder die Kulisse, die man dem Ganzen gegeben hat, war das Auffinden von US-Quellen im Ausland, beziehungsweise möglicherweise Steuerpflichtige, die sozusagen in den USA einer entsprechenden Steuerverpflichtung nachzukommen hätten. Das ist aber nur das Deckmäntelchen gewesen, um sozusagen ein US-amerikanisches Formular auf Schiene zu bringen, das in Wahrheit über eine Verpflichtung der einzelnen Banken zur IRS, also zur Internal Revenue Service, also den amerikanischen Steuerbehörden, hergestellt wird. Das ist ein zivilrechtlicher Vertrag, kein völkerrechtlicher, in dem hier entsprechendes Datenmaterial über ausländische Staatsangehörige an die IRS abgeliefert wird. Jetzt können wir sagen, wieso macht man das? Weil die Amerikaner gesagt haben, wenn sie diese Daten nicht bekommen, dann ziehen sie von jeder Zahlung, die von den USA ins Ausland geht, automatisch 30% ab. Das kann sich natürlich keine Bank leisten und die haben sozusagen diese zivilrechtlichen Verträge mit der IRS unterschrieben. Nochmal, sind keine völkerrechtlichen Verträge, das sind zivilrechtliche Verträge mit einer amerikanischen Steuerbehörde. Und die europäischen Banken, die natürlich massive Geschäftsinteressen auf dem US-Markt hatten, haben dazu jetzt nicht eigene Formulare verwendet, das wäre technisch möglich gewesen, wo man einfach mal begründet, dass man sozusagen in den USA keinerlei Konten unterhält und auch keine Geschäftstätigkeiten dort entfaltet und die Sache wäre erledigt gewesen. Nein, sie füllen ein 16-seitiges IRS-Formular aus, in dem sie praktisch alle ihre persönlichen Daten mehr oder weniger preisgeben und die gehen dann, sie verzichten nämlich auch auf das Bankgeheimnis, auf die Wahrung des Bankgeheimnisses, und liefern diese personifizierten Daten gesamthaft an die IRS ab. Sie haben aber gleichzeitig nicht die Sicherheit, weil es eine unserem Steuergeheimnis vergleichbare Amtsverschwiegenheit ja dort nicht gibt, dass diese Daten jetzt dort verbleiben, sondern es können diese Daten durchaus weiterverwendet, einer weiteren Verwertung zugeführt werden. Das heißt, wenn der Franz vorhin davon gesprochen hat, dass eigentlich das einzige Daten, also ein einziges Geschäftsmodell darin bestehen könnte, hier mit Daten Geschäfte zu machen, dann tun sie das entweder oder sie gehen in eine Verpflichtung ein und kassieren nicht einmal Geld dafür, dass sie Daten an die IRS abliefern. Also wir haben zum Beispiel nicht die umgekehrte Situation, dass europäische Banken auf die Idee kommen, bei US-Banken ein ähnliches System einzuführen und sagen, wir halten auch 30% ein, wenn wir sozusagen die nicht, also die europäischen möglicherweise Steuerpflichtigen zu einer Veranlagung bewegen wollen. Das heißt, hier wird sozusagen ein steuerliches Thema als Kulisse vorgeschoben, um international eine Art Datenimperialismus betreiben zu können und an Daten heranzukommen, an die ich im Normalfall nicht herankommen würde. Und die europäischen Banken liefern hier ganz brav ihre Datensätze ab und entweder in nicht anonymisierter Form oder in anonymisierter Form, wobei hier die Möglichkeit besteht, von der IRS dann wieder Rücksprache zu halten mit sozusagen dem österreichischen Finanzministerium, um hier weitergehende personifizierte Daten zu erhalten. Das heißt, der Weg, dass man nicht doch noch zu personifizierten Daten kommt, ist hier nicht einmal abgeschlossen. Entschuldigung. Ich gehe zurück auf den Trading with the Enemy und den Patriot Act. Und auf dem Besatzungsrecht für ganz Europa gilt und wir uns im Grunde im Kriegsrecht befinden und damit unter Kriegsstatuten abgehandelt werden, können die amerikanischen Banken das im besetzten Gebiet. Wir sind verpflichtet zur Kooperation. Dennoch ist es durchaus erstaunlich, sozusagen in der Realität, wie das also so sehr direkt eigentlich praktiziert wird und sich eigentlich kaum jemand dagegen auflehnt. Das Interessante ist, dass hier auch ein Beitrag im Kurier gebracht wurde und es hat nicht lang gedauert, bis da sozusagen Interventionen gegeben hat. Das war ja ganz, ganz spannend. Also das will man nicht haben. Die zweite Geschichte, wo ich noch kurz einhaken wollte, weil sie auch so ein Thema ist, das offensichtlich ein sehr heikles ist. Und zwar kam das vor mit den Versicherungsverträgen und der wenigen Rentierlichkeit von Versicherungsverträgen. Und da habe ich mir vor einiger Zeit, bin ich durch Zufall eigentlich draufgekommen, ich muss dazu sagen,
also das Buch Perfekter Finanzbetrug, da recherchiere ich auch permanent. Es gibt also laufend Themen. Ich habe wieder so einen Stoß, den ich schon wieder verarbeiten müsste. Also ich komme eigentlich mit dem Nacharbeiten neben dem Tagesgeschäft nicht nach. Das ist sozusagen die zweite Auflage, die ich da produzieren kann. Aber ich habe eigentlich ganz was anderes gesucht und habe plötzlich eine kleine Notiz in der Presse, das war ein Dreizeiler, wo drinnen gestanden ist, dass ein Anliegen Geier erhört wurde. So, das hat mich zunächst einmal irritiert, weil der Name Geier mir nämlich in anderen Zusammenhang untergekommen ist, und zwar ging es um die Entschärfung des Untreuetatbestandes im Strafrecht. Und der war so nachhaltig darum bemüht, dass es hier zu einer entsprechenden Entschärfung kommt, dass ich mich gefragt habe, wieso tut er das? Welches Interesse hat er daran? Er hat es dann einmal öffentlich auch kundgemacht, und zwar hat er gesagt, naja, also wenn er in so einen Versicherungsfall eintritt und er hätte hier eine alleinerziehende Mutter vor sich und er würde hier eine Kulanzlösung zulasten der Versicherung zukommen lassen, dann würde er hier schon mit einem Fuß quasi im Kriminal stehen, weil er ja hier den Untreuetatbestand schon zulasten der Versicherung erfüllen würde. Er dachte, aha, das ist ein wirklich sehr sozial engagierter Mensch, um den es sich hier handelt. Und dann las ich am 23.12. des vergangenen Jahres eine Notiz, dass man das Anliegen darin bestand, das Wohnbaueigentumsgesetz umzuschreiben. Und zwar deshalb, weil hier offensichtlich in großem Umfang Anteile an gemeinnützigen Gesellschaften in den Versicherungsbereich übernommen wurden. Jetzt wissen wir natürlich alle, dass das Wort Gemeinnützigkeit doch irgendwo damit zu tun hat, dass wir keinen Gewinn machen können, auch bei der Marktrealisation auch sozusagen nur zu anteiligen Eigenkapital, also jedenfalls nicht zu Ertragswerten hier veräußern können. Aber er hat offensichtlich hier mit der Stadt Wien insofern auch versucht, hier einen Deal insofern zu machen, als es offensichtlich gang und gäbe war in der Vergangenheit, diese gemeinnützigen Gesellschaften in den Versicherung oder im Versicherungsbereich zu übernehmen, die natürlich wenig rentierlich sind und daher indirekt auch Einfluss auf die Versicherungsverträge haben, aber auch auf die Aktionäre der Versicherung. Das ist natürlich kaum vertretbar unter reinen Ertragsgesichtspunkten. Und deshalb hat er einfach das Gesetz umschreiben lassen, in dem sozusagen diese für Bilanzierungszwecke hier Ertragswerte angesetzt werden. Es werden einfach fiktive Werte angesetzt, die tatsächlich keiner Marktrealisation zugänglich sind, um weiterhin die Geldverschwendung, die eigentlich im gemeinnützigen Wohnbaubereich vonstatten geht, weiterhin refinanzieren zu können für die Stadt Wien. So, und wenn Sie dann eine entsprechend wenig rentierliche Versicherung haben, dann dürfen Sie sich nicht weiter wundern. Das kommt, ist nämlich, wird Ihnen dann wahrscheinlich erklärt werden durch das niedrige Zinsniveau. Aber es kommt natürlich nicht nur aus dem niedrigen Kapitalzinsniveau, ja, sondern Sie haben eine ganze Reihe von anderen Unsauberkeiten hier zu vergegenwärtigen, die Sie sozusagen um Ihre Erträge einerseits bringen und andererseits finanzieren Sie jetzt diese Geldverschwendung im gemeinnützigen Wohnbau auch mit indirekt. Ja. Das weiß nur niemand. Also, ich habe, wie ich den Artikel im Wirtschaftsblatt gebracht habe, da habe ich vorher schon die Chefredaktion darauf hingewiesen, dass da Probleme geben wird und dass wahrscheinlich Klagsdrohungen kommen werden. Die kamen am selben Tag. Also, kaum war das publiziert, Klagsdrohungen und mich werden sie klagen und überhaupt. Geklagt wurde natürlich niemand, weil das Problem ist, wäre es zu einem Gerichtsverfahren gekommen, dann hätte ich natürlich die Journalisten eingeladen und hätte es ein bisschen öffentlich gemacht. So wurde es, war es eigentlich ein Artikel, der schwer verständlich war, um das zu verstehen. Ich habe da auch Anfragen bekommen. Ich habe gesagt, Sie haben sicher recht, aber ich habe es nicht verstanden. Und ich habe dann zurückgeschrieben, habe das dann eines Längeren zurückgeschrieben, um das verständlich zu machen. Ich habe gesagt, ich kann das so nicht reinschreiben, weil damit Unschärfen verbunden sind, die sofort wirklich zu Klagen führen könnten. Weil da geht es dann nur um Formalaspekte. Also man wird dann aus formalen Gründen geklagt, nicht weil man inhaltlich nicht recht hätte, sondern weil sozusagen in der Textierung sozusagen eine Vereinfachung eingetreten ist, die in dieser Vereinfachung möglicherweise einer Klage dann zugänglich ist. Also das ist die Klageschirm, die Wiener Städtische und die Stadt Wien, nur damit Sie Bescheid wissen. Wiener Entschuldigungsgruppe und Stadt Wien, Geier war der Generaldirektor der Wiener Städtische. Wichtig, dass Sie Bescheid wissen, weil wir in Wien sitzen. Ja. Gut.
Also nicht, aber andere auch, ja, muss man ja, dazu nicht sagen, nur, also ich komme selber aus, beruflich aus dem gemeinnützigen Wohnbau und 1996 hat die Grazer Wechselseitige in Wien eine namhafte Wohnbaugesellschaft zu 100% übernommen, genau nach dem Muster, was Manfred Biegel uns jetzt gerade erzählt hat. Und der Subtitel unserer heutigen Veranstaltung heißt Die Wahrheit hinter der Verschwörungstheorien. Also meine Damen und Herren, wir sehen jetzt ja ganz deutlich, dass speziell die Geschichte mit den Amerikanern uns einen deutlichen Vorgeschmack auf das gibt, was uns zukünftig oder eigentlich jetzt schon das Leben deutlich erschweren wird. Also in dem Fall würde ich sagen, TTIP lässt grüßen, das ist ja durchaus schon ein perfektes Anwendungsbeispiel, und zum anderen im Hinblick auf die Bargeldabschaffung, die uns ja im Raum steht, also ja, ist das ja nochmal ein Aspekt, den du der, vielleicht noch kurz erklären möchtest, und da würde ich auch dich bitten. Ja? Der Aspekt ist natürlich überhaupt ein ganz interessanter, denn wenn ich jetzt mich verweigere, sozusagen meine persönlichen Daten abzuliefern und sozusagen diese Abschleusung dieser Daten sozusagen einen Riegel vorschiebe, dann werde ich ja, wie vorhin erwähnt, als widerspenstiger eingestuft. Das heißt, es wird für mich auch kein Bankkonto mehr öffnen. Und wenn ich das jetzt verknüpfte mit einer Bargeldabschaffung, dann stehe ich eigentlich in der Mitte. Ja? Weil auf der einen Seite habe ich kein Tauschmittel mehr, kein Bargeld, über das ich verfügen kann. Auf der anderen Seite bin ich aber nicht in dem vorgetragenen System, in dem ich mich befinden sollte. Das heißt, was mache ich dann? Also dann wird das wirklich spannend. Ja, ich möchte also zu diesem, möchte da anschließen und durchaus zugeben, dass es einen bemerkenswerten und sicher auch bekämpfenswerten amerikanischen, US-amerikanischen wirtschaftsideologischen Imperialismus gibt, dass es sehr viele Unsinnigkeiten im Bereich der Europäischen Union gibt, aber leider, und das sollten wir uns eingestehen und auch wahrnehmen und auch also in unser Bewusstsein dringen lassen und auch vielleicht dann in unsere Wahlentscheidungen mit einfließen lassen, sehr viel hausgemachten Irrsinn in Österreich. Der Artikel 1 der österreichischen Verfassung, der österreichischen Bundesverfassung, lautet: Österreich ist eine demokratische Republik. Ihr Recht geht vom Volk aus. Es wird auch von einem der Bundespräsidentschaftskandidaten plakatiert. Das Drama ist, dass in der Realverfassung nach dem Satz, ihr Recht geht vom Volk aus, ein dritter Satz dahinter steht. Leider findet es nicht wieder nach Hause, das Recht. Es ist so, ich weiß nicht, ich denke, Ihnen ist allen bekannt, dass in Land Salzburg eine Beamtin des Amtes der Salzburger Landesregierung, der dortigen Finanzabteilung, angeblich oder tatsächlich circa 340 oder auch mehr Millionen Euro verspekuliert haben soll oder tatsächlich verspekuliert hat. Was bemerkenswerterweise nicht in die Öffentlichkeit durchgedrungen ist, ist der Umstand, dass der Rechnungshof der Republik, der in Wien, nicht ein Salzburger Rechnungshof, den es erst seit dem Jahr 1984 überhaupt gibt, sondern der Rechnungshof in Wien seit dem Jahr 1931 verpflichtet war, jedes Jahr den Landesrechnungsabschluss des Landes Salzburg zu prüfen. Er hat es die gesamte Zweite Republik hindurch nie getan. Die Landesregierung hat nicht um diese Prüfung ersucht, obwohl in einem Landesgesetz in zwei Artikeln, den Artikeln 18 und 20 des Salzburger Landesrechnungsgesetzes, ganz glasklar und eindeutig vorgesehen war, dass der Rechnungsabschluss des Landes Salzburg dem Rechnungshof der Republik vorzulegen ist, bevor ihn der Landtag genehmigen darf. Die Salzburger Landesregierung hat nicht vorgelegt, der Rechnungshof hat nicht geprüft und der Salzburger Landtag hat sich auch nicht darum gekümmert. Ja?
Ein zweiter bemerkenswerter Umstand im vergangenen Jahr oder vielleicht bis jetzt haben 7 österreichische Bundesländer nach dem sogenannten HETA-Moratorium wahrscheinlich im also mehrere hundert Millionen Euro Bereich liegende Leistungen erbracht nach dem sogenannten Pfandbriefstelle-Gesetz. Das ist ein Gesetz, in dem gewissermaßen die Haftung der Hypos füreinander geregelt wird, aber auch, und das ist sehr bemerkenswert, eine solidarische Haftung aller Bundesländer für alle Hypos. Und diese Solidarhaftung haben uns die Nationalsozialisten eingebrockt, namentlich der Herr Reichsstatthalter Dr. Arthur Seyß-Inquart, seines Zeichens Hochverräter der Republik und Kriegsverbrecher, auch Mörder der Anne Frank. Wir haben einen Nazi-Erlass, der in verfassungsbaugesetzwidriger Weise eine Solidarhaftung aller Bundesländer für alle Hypos festgelegt hat, nach dem Krieg einfach fortgesetzt, das Bundesrecht, und haben jetzt wieder die Leute dafür zahlen lassen, völlig unsinnigerweise. Jetzt muss man natürlich ergänzen, wir haben eine Verfassung, die seit fast 100 Jahren im Bestand ist und über die wir kein einziges Mal abgestimmt haben. Ja? Und deshalb haben Sie... Und deshalb haben Sie natürlich auch kein Regelwerk, Sie haben keine Haftung Bund, Länder, Gemeinden, Sie haben keine Föderalismusprinzipien dort festgeschrieben, sondern Sie gehen immer den umgekehrten Weg, sodass einzelgesetzliche Regelungen zu einer eigentlich Veränderung der Verfassung führen, wo man eigentlich schon lang hätte abstimmen müssen, weil die sich schon so verändert hat, also wenn man schon über die ursprüngliche Verfassung nicht abstimmt, aber zumindest die Veränderung so stark erfolgte, dass da zumindest eine Abstimmung notwendig gewesen wäre. Das hat sich, ich war kurz eine Frage. Naja, keine Frage. Es ist jetzt einige Male Verfassung genannt worden. An der Stelle sei schon zu sagen, dass wir in Österreich in dem Verwaltungskonstrukt ein sogenanntes Verfassungsgesetz haben. Das ist keine Verfassung. Das wäre wichtig, mir persönlich wichtig, wenn es hier dringend gesagt wird, dass das auch so gesagt wird. Die zweite Sache, was mir vorher schon aufgefallen ist, ist jetzt auch eine Anmerkung, in dem Verfassungsgesetz, wenn man sich in dem Gesetz bewegt. Wenn man sich in dem Gesetz bewegt, dann braucht jedes Gesetz einen Geltungsraum, Geltungsbereich. Das heißt, wo ist es gültig, wann ist es gültig und für wen ist es gültig. Mit der Auslegung, das Recht geht vom Volk aus, sprich, das Volk bestimmt, welches Recht gesprochen wird, wäre das Verfassungsgesetz generell ungültig, weil es fehlt der Geltungsbereich, natürlich, es fehlt der Geltungsbereich, für wen es gilt. Der Satz, das Recht geht vom Volk aus, ist dieser Geltungsbereich, Freunde. Das Recht geht davon aus, dass es ein Volk gibt, das das Recht anerkennt. Das ist mir ganz, ganz wichtig, dass das da gesagt wird. Weil wir reden ja von einem Paradigmenwechsel und dazu gehört dieses Verständnis auch dazu, dass, wie gesagt, das Verfassungsgesetz einerseits einmal nur ein Gesetz ist, gar nicht im Rang einer Verfassung steht und das Recht geht vom Volk aus eben im Prinzip euch sagt oder uns sagt, du unterwirfst dich freiwillig. Ich sehe einmal ein Wackeln, einmal ein Ja. Ich bitte darum, wir haben 4 Experten, wie seht ihr es ihr? Das Bundes-Verfassungsgesetz, B-VG, in seiner Stammfassung aus dem Jahr 1929, ist unsere zentrale Verfassungsurkunde. Und natürlich hat auch diese zentrale Verfassungsurkunde
das System der repräsentativen Demokratie eingesetzt, in dem der Wille des Souveräns durch die Parlamente repräsentiert wird, also vor allem durch Nationalrat und durch die Landtage. Aber es ist sehr bemerkenswert, dass die Exekutive ihre eigenen Gesetze oder die Gesetze der Legislative gar nicht anerkennt, teilweise die Legislative, also die gesetzgebende Gewalt, auf ihre eigenen Gesetze vergisst und dass ja eigentlich in Österreich Exekutive und Legislative fast ihrem Volk in den Rücken fallen, indem sie ein sehr bemerkenswertes und schädliches weiteres bankrechtliches Gesetz, den Paragraphen 92 Absatz 9 des Bankwesengesetzes, aufrechterhalten, nachdem bestimmte Holdings oder Stiftungen für die Schulden all jener Bank-AGs haften, die früher einmal Hypobanken oder Sparkassen waren. So gibt es zum Beispiel in Wien die sogenannte Privatstiftung AVZ, ja, in der Anteile an der Unikreditbank Austria verwaltet werden. Diese haftet wahnsinnigerweise nach diesem Paragraph 92 Absatz 9 des Bankwesengesetzes, der glasklar europarechtswidrig ist, für alle Schulden der Unikreditbank Austria. Unikreditbank Austria hat derzeit ein Bilanzvolumen von ca. 190 Milliarden Euro. Meine Frage ist dahingehend, also zum ersten einmal, es gibt kein Bundesverfassungsgesetz, ja, es gibt keine Urkunde, sondern es gibt nur einen Erlass vom Bundes, wie heißt das genau, von der Bundeskammer? Also es ist grundsätzlich so, dass das nur ein Gesetz ist und auf diesem Gesetz müsste ja eine Verfassung da sein, auf die sich dieses Gesetz beruft und das ist ja nicht der Fall. Es hat ja keine Abstimmung gegeben jemals über eine Verfassung, auf die dann eben ein Bundesverfassungsgesetz erlassen werden könnte. Ne? Nein, das ist bitte einfach nicht richtig, was Sie sagen. Es gibt das Bundesverfassungsgesetz, und zwar das man mit Bindestrich schreibt, und es gibt daneben weitere Bundesverfassungsgesetze. Das sind Gesetze, die mit einer Zweidrittelmehrheit im Nationalrat beschlossen wurden und auch nur mit einer solchen Mehrheit geändert oder allenfalls aufgehoben werden könnten. Und natürlich ist das eine zentrale Verfassungsurkunde, genauso wie es das Bonner Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland ist. Und wenn Sie das abstreiten, dann sagen Sie etwas nicht Richtiges. Na, da haben wir offensichtlich unterschiedliche Auffassungen. Also aus meiner Auffassung ist es so, dass ein Bundesverfassungsgesetz auf einer Verfassungsurkunde beruhen muss, über die tatsächlich einmal ein Volk in freiem Willen abgestimmt hat. Dann kann man darauf, auf einem Grundsatzdokument, ein Bundesverfassungsgesetz erlassen. Es ist nicht richtig, was Sie sagen. Stimmt einfach nicht. Das ist Ihre Rechtsauffassung, die teile ich nicht. Unser zentrales Verfassungsdokument ist das Bundes-Verfassungsgesetz aus 1929. Dieses enthält auch alle Mechanismen, nach denen überhaupt Gesetze oder auch Bundesverfassungsgesetze, also weitere Bundesverfassungsgesetze, zustande kommen. Und es besagt auch, wann es zu einer Volksabstimmung zu kommen hat, nämlich dann, wenn ein Gesetz eine Gesamtänderung der Bundesverfassung bedeuten würde, wenn wir also zum Beispiel das bundesstaatliche Prinzip oder das rechtsstaatliche Prinzip abschaffen würden. Das ist alles in unserem zentralen Verfassungsdokument, dem B-VG 1929, geregelt. Das ist aber kein Verfassungsdokument in dem Sinn, über das das Volk abgestimmt hat. Ich hätte gerne eine Antwort von den anderen Herren, vielleicht vom Herrn Professor Hörmann. Bitte schön. Naja, wir sehen jetzt wieder die Diskussion auf der Ebene und auf der Metaebene.
Das ist jetzt eine rechtsphilosophische Fragestellung. Wir müssen uns die Genesis anschauen, wo unsere 1929er Verfassung jetzt als Dokument und als Urkunde, als Text herkommt, ja, wer die entwickelt hat, wie sie dann beschlossen wurde. Und wir müssen uns dann auch anschauen, wie legitim waren die Organe, die über diesen Text dann beschlossen haben. Wenn es also das Volk nicht war, ist eine, übrigens eine ganz ähnliche Fragestellung wie die Frage nach unserem Friedensvertrag. Ja, auch die Frage nach dem Friedensvertrag ist meiner Meinung nach nicht eindeutig nachvollziehbar geklärt bis jetzt. Denn wenn Organe, die von den Besatzungsmächten eingesetzt wurden, etwas niederschreiben, das ihnen die in die Feder diktieren, und dann am Heldenplatz verlautbaren, wo ist dann die Grundlage, die rechtliche Grundlage für eine Gültigkeit? Das sind, also genau das sind aber die Gretchenfragen, wenn man sagt, ist das jetzt aus völkerrechtlicher Sicht legal oder nicht? Ja? Eine Zwischenfrage, warum sind wir dann als Non-Government Organisation geführt? Als NGO? Ja. Jawohl, genau, das sind wir geführt, somit zeigen Sie ja uns schon, dass wir keine Verfassung haben. Ja, und wir haben ja auch die DUNS-Nummern, nicht? Die dann ein Brexit-Numbers für unsere Ministerien und für die Republik Österreich Corporation. Ja, nach meinem heutigen Informationsstand, man muss es also immer relativieren, je nachdem, wo man sich gerade bewegt, ist meine persönliche Erfahrung. Heutigen Informationsstand gibt es völkerrechtlich den Vatikanstaat und die Schweiz und vielleicht noch Malta. Ja, angeblich erkennt man das auch an den quadratischen Fahnen, zum Unterschied von den rechteckigen Fahnen. Ja. Und von der Farbe her auch noch. Ja, ja, also das... Moment, das sind Flaggen. Flaggen, okay, Flaggen. Lass mich gerne korrigieren. Das okay. Wollte ich gerade ausführen, weil es auch noch wichtig ist, ob sie fix montiert sind am Masten oder frei wehend. Und ob sie einen Goldrand haben, nicht? Ja. Und eine Quaste dran, ja. Das kennt man ja auch. Ja. Noch eine Frage zuerst, weil es geheißen hat über den Rechnungshof. Da ich vermute, dass wir in einem Vereinsgesetz sind, dann ist es an und für sich so, dass der Rechnungshof oder die Rechnungsprüfer bestellt werden müssen. Und nicht der Rechnungsprüfer muss von Haus aus generell an die Vereine herantreten. Bin ich da richtig informiert oder wie sehen Sie das? Wenn wir über den Rechnungshof reden, von dem ich geredet habe, dann ist das eine Behörde. Ja. Diese Behörde hat ihre Grundlage im vorhin erwähnten grundlegenden Verfassungsdokument, dem Bundesverfassungsgesetz in seiner Stammfassung 1929, und zwar im sechsten Abschnitt, so ab den Artikeln 120 und weitere, ist der Rechnungshof grundgelegt. Und es gibt ein eigenes Rechnungshofgesetz und der österreichische Rechnungshof, und deshalb verwehre ich mich aus gutem Grund immer dagegen, dass er Bundesrechnungshof genannt wird, darf sinnvollerweise den Bund, Länder und wenigstens Gemeinden ab 10.000 Einwohnern prüfen und auch Gemeindeverbände und noch andere öffentlich-rechtliche Körperschaften und auch Unternehmen, die von Gebietskörperschaften abhängig sind. Leider darf er noch nicht alle Gemeinden prüfen. Und das darf er initiativ der Rechnungshof. Der Rechnungshof hat ca. 300 Mitarbeiter und er darf sich seine Prüfthemen selbst aussuchen. Es gibt natürlich Ersuchungsprüfungen, wenn es qualifizierte Minderheiten in einem Parlament gibt. Dann muss der Rechnungshof auch eine Prüfung machen, aber den weitaus größten Teil seiner Prüfungen wählt er sozusagen selbst oder stellt er sich selbst zusammen. Und das ist auch gut so, weil das einen wesentlichen Teil seiner Unabhängigkeit ausmacht und darstellt und auch Objektivität und Unabhängigkeit garantiert. Würden Sie noch einmal darauf eingehen, jetzt, warum wir als Non-Government Organisation geführt sind und Verfassungsgesetz? Wie ist das vereinbart jetzt für Sie?
eine Non-Government Organization oder ein Verein oder was auch immer, oder ob es eine gemeinnützige GmbH oder sonst was ist, ist eine Rechtsform des Privatrechts. Und ja, ich finde, das ist auch gut so, und es ist eine andere Rechtsform, also eine öffentlich-rechtliche Rechtsform, sei es eine Kammer, eine jetzt öffentlich-rechtliche Stiftung oder ein öffentlich-rechtlicher Fonds, kann grundsätzlich nur durch Gesetz eingerichtet werden oder allenfalls abgeleitet durch eine Verordnung. Aber es ist durchaus sinnvoll, also private Organisationen in privatrechtlicher Organisationsform zu führen. Naja, da möchte ich jetzt was anmerken dazu. Wir haben drei Rechtsebenen, die für ganz Europa Gültigkeit haben. Das erste ist einmal UCC-Handelsrecht. Also, dass diese Regeln gelten für Europa, auch für Österreich. In den österreichischen Gesetzgebungen sind zig Verweise, dass UCC-Regeln in Österreich Geltung haben. Das ist einmal der erste Punkt. Das ist im Grunde amerikanisches Handelsgesetz oder eigentlich kanonisches Handelsgesetz, wenn man es korrekt ausdrückt. Die nächste Rechtsebene ist, dass alles in Treuhandverhältnissen geführt wird. Die Staaten sind im Grunde bankrott und es wird in Treuhandverhältnissen alles abgewickelt. Und die dritte Ebene ist dann, dass wir Kriegsrecht haben und da gelten keine Gesetze, sondern Statuten, unter denen wir rechtlos sind. Und im Grunde kann der, der also das Kriegsrecht verhängt hat, über dieses besetzte Gebiet machen, was er will. Das ist alles erlaubt. So, das ist der Status, den wir haben. Und so werden wir auch behandelt. Und das ist der Hintergrund, da wird dann vielleicht einiges klarer, die Verärgerung dazu entsteigt, aber es weicht die intellektuelle Verwirrung. Wieso handelt die Politik, wie sie handelt? Weil im Grunde sind wir alle rechtlos. Wenn man es durchjudiziert, wenn man sich anschaut, was abgeht in der österreichischen Rechtsprechung, dann kann man glatt von einem Rechtsbankrott sprechen. Ich würde gern auch was dazu sagen. Bevor Österreich in die EU eingetreten ist, wurden bereits die Grundlagen der österreichischen Verfassung ausgehebelt. Dafür gibt es in der Parlamentszeitung, in der Online-Parlamentszeitung einen Artikel, wo das drinnen steht. Letzten Endes ist es ja so, wie wir inzwischen wissen, dass die EU von Österreich oder für Österreich ein vorstaatliches Recht besitzt. Das heißt, die Gesetze der EU stehen vor den österreichischen Gesetzen und sie ersetzen damit oder führen unsere Gesetze ad absurdum beziehungsweise setzen sie außer Kraft. Somit kommen wir jetzt in diese Richtung, die gerade von meinen Vorrednern angesprochen wurde, dass wir in Wahrheit rechtlos und machtlos gemacht wurden. Und der Satz, das Recht, alles Recht geht vom Volke aus, sich in jeder Hinsicht total ad absurdum führt. Unabhängig davon, dass wir auch eine politische Parteiendiktatur haben, wie ich das nenne. Denn letzten Endes geht es immer nur um die Macht, welche Partei mehr Macht kriegt, aber nicht um das, was das Volk will, weil die Parteien fragen das Volk nicht. Erlauben Sie mir, Ihnen vehementest zu widersprechen. Zum Ersten wurde der EU-Beitritt Österreichs gerade, weil er eine Gesamtänderung der Bundesverfassung darstellte, einer Volksabstimmung unterworfen, die stattgefunden hat und die eine Mehrheit erbracht hat. Und wenn wir uns außerhalb der EU befunden hätten, lassen Sie mich bitte ausreden, wenn wir uns außerhalb der EU befunden hätten in den letzten 20 Jahren,
wären wir wahrscheinlich schon mindestens dreimal mit einem Bein im Staatsbankrott. Kärnten hätte ohne den Zwang, den Gott sei Dank der EU-Wettbewerbskommissar Mario Monti, den Zwang und den Druck, den er auf uns ausgeübt hat, endlich mit diesen sinnlosen Bankenhaftungen aufzuhören. Kärnten hätte nicht das Zwölffache seines Landeshaushaltes, nämlich 24 Milliarden Euro an Haftungen übernommen, sondern vielleicht 50 Milliarden Euro, und dann hätten wir wirklich ein Problem. Wir hätten auch ein Problem, wenn uns die EU nicht beigestanden wäre bei den diversen schiefgegangenen Überengagements des Raiffeisenkonzerns in Osteuropa, wo der Herr Finanzminister Bröll dann in Europa herumfahren hat müssen, um das abzufedern und europäische Solidarität einzufordern. Und das sogenannte Husarenstück des Herrn Finanzminister Schelling, der weit überschätzt wird, dass er jetzt ein Jahr lang nichts gezahlt hat, weil die HETA einen Zahlungsaufschub einfach sozusagen vorgenommen hat. Das ist wieder keine österreichische Erfindung. Das konnten wir wieder nur auf der Grundlage von Europarecht tun. Wir wären also schon dreimal mit dem, vielleicht mehr als einem Bein beim Konkursrichter, hätten wir die EU nicht hinter uns gehabt. Das sage ich als überzeugter und leidenschaftlicher Europäer. Und ich finde es sehr dramatisch, dass jemand jetzt eine Exit-Debatte vom Zaun reißt, ausgerechnet jemand aus der Partei, die uns in genau die Budgetbredouille gebracht hat, in der wir jetzt sind, durch den Hypo-Wahnsinn. Darf ich kurz dazu was sagen, bitte? Ich will jetzt nicht widersprechen. Ich weiß natürlich auch einiges über diesen Bereich. Wir dürfen nicht vergessen, du hast den Finanzminister Schelling angesprochen, vor anderthalb Jahren hat er versprochen, kein Geld des Steuerzahlers. Das ist einmal das Erste zu der Geschichte. Zweitens hat Professor Hörmann früher den Debt Equity Swap angesprochen. Und das müsst ihr euch einmal auf der Zunge zergehen lassen. Wir hätten mit 6 Buchungssätzen keine 10 Milliarden Euro in die Hypo einzahlen müssen. Das spricht keiner an. Franz Hörmann hat den Landeshauptmann Kärnten darüber informiert. Sie scheißen sich alle an. Das ist die Wahrheit. Und lest einmal Professor, oder hört sich das YouTube an, Professor Dr. Richard Werner, der sagt das ganz genau. Und da brauche ich nicht einmal EU-Recht dazu. Das wäre darüber möglich gewesen. Zweite Sache da. Wir haben früher über Geldwäsche gesprochen. Ich habe vor einer Woche 187 kroatische Prominente wegen 500 Millionen Euro Geldwäsche angezeigt, weil dieses Geld auf steirischen, sagen wir vermutlich auf steirischen Reikas liegt, von Prominenten. Das ist der Staatsanwaltschaft seit 2014 bekannt. Sie tun nichts. Warum habe ich das gemacht? Das haben eigentlich ziemlich wurscht, die Politiker. Bin aber seit 3 Jahren beschäftigt, Tausenden Kreditopfern in Kroatien zu helfen, die illegal seit den 90er Jahren bis 2011, war Kroatien nicht in der EU, ja, haben steirische Reikers illegal Kredite dorthin verkauft. Und keiner, also wir kämpfen wirklich seit einigen Jahren, Karl-Heinz Winkelmeier, der da oben ist, weiß das auch, über den Kreditopferverein, ihr könnt euch nicht vorstellen, welchen unglaublichen Schweinereien Banken in Österreich betreiben. Schade ist, dass Frau Heider Verteil nicht da ist. Wir sind drauf, sowohl der gesamte Raiffeisenkonzern und Sparkassenkonzern hat ihre Programme manipuliert. Es steht jetzt über die Hypoalpen Adria, das haben die Italiener festgestellt. Wir werden betrogen von A bis Z. Gut, die Liste haben wir deswegen herumgegeben. Wir haben die Möglichkeit, dass Sie, jeder von euch, der jemals eine Lebensversicherung abgeschlossen hat oder einen Kredit, wir haben die Möglichkeit, das rückabzuwickeln. Wie erkläre ich euch dann? Es geht um das Widerrufsrecht. Es gibt aber auch noch einige Dinge, wo uns der Dr. Manfred Biegler
im Kreditopferverein sehr geholfen hat mit seinem Wissen. Danke dafür. Also wir haben wirklich Möglichkeiten, was zu tun. Und ich werde mich euch diesbezüglich bei euch melden. Danke, Gernot. Ich darf vielleicht ganz kurz, bitte, du hast Applaus verdient. Ich darf vielleicht ganz kurz an etwas erinnern, was Franz heute ganz am Anfang gesagt hat. Er hat gesagt, friedlich, freundlich, fröhlich. Und ich ergänze und sage aber bestimmt. Wissen Sie, meine Damen und Herren, wir müssen uns eines gewähren gewiss sein. Wir leben noch in einer Demokratie. Wir dürfen noch lebhaft zu diesen Themen oder Missthemen dieser Demokratie diskutieren. Das sollte uns einen und solidarisieren und nicht auseinanderbringen. Auch wenn wir in Detailfragen unterschiedlicher Meinungen sind. Und das ist jetzt mein Appell an Sie, weil wir werden ansonsten von diesen Mächten, die wir so gerne in unseren Verschwörungstheorien oder auch nicht ansprechen, zerrieben werden. Und ich glaube, genau da ist der Appell an uns. Wir sollten uns solidarisieren und gemeinsam an der Lösung dieser Probleme arbeiten. Und es mag schon sein, dass man über Verfassung unterschiedliche Ansichten hat. Aber eines steht auch fest, dass selbst Verfassungsrichter, und das wissen wir von dem Wahlentscheid jetzt, vom Dirimierungsrecht wahrscheinlich Gebrauch gemacht haben. Es ist ja nicht öffentlich, weil sie sich nicht einig waren. Die Entscheidung war 6-6 und der Vorsitzende hat dann die Entscheidung sozusagen dirimiert. Ja? Also so ist die Wahrheit und so funktioniert unsere Gesellschaft. Bitte. Ja, das könnte man vielleicht noch kurz. Ja, also man sollte einfach verstehen, dass auf der Aktivseite der Bilanzen das wirkliche Vermögen steht, das, was man also angreifen kann, auch immaterielles Vermögen, das heißt das, was einen Wert hat. Und die Passivseite sagt uns eigentlich, wo diese Werte historisch herkommen. Wer hat sie ins Unternehmen gebracht? Ja, also der Eigenkapitalteil gehört sozusagen dem Unternehmer, da hat er irgendwann was eingelegt oder das hat sich durch einen Gewinn erhöht. Durch Verluste wird das dann wieder vermindert. Ja, und dann gibt es auch Fremdkapital. Was haben also andere, dritte Parteien dem Unternehmen zur Verfügung gestellt für Zinsen? Die wollen natürlich Zinsen und irgendwann vielleicht auch wieder den Geldbetrag selbst zurückhaben. Ja? Und jetzt kann man natürlich auf der Passivseite, und das auf der Passivseite ist normalerweise kein Geld, also auch wenn da Eigenkapital steht, kann ich es im Normalfall als Unternehmen nicht entnehmen. Ich kann als realwirtschaftlicher Unternehmer nur das entnehmen, was ich in der Kasse habe. Oder am Bankkonto, vorausgesetzt meine Bank ist liquid und lässt mich das überweisen. Das ist dann wieder eine andere Geschichte. Aber diese Spielregel, ich nehme Geld nur heraus, wenn es in der Kasse ist, und das ist jetzt der springende Punkt, gilt nicht für Banken. Die Bank nimmt Geld heraus oder bezahlt Mitarbeiter oder kauft etwas, ja, indem sie einfach auf Girokonten bucht, nämlich der Zahlungsempfänger. Jeder, der bei dieser Bank Kunde ist, kriegt das Geld aufs Konto gebucht, so, und diese Girokonten stehen aber im Fremdkapital. Das ist eine Verbindlichkeit, eine Schuld der Bank. Das heißt, das, was wir glauben, dass unser Geld sei Positive Money, unser Guthaben, ist in Wirklichkeit der Schuldschein der Bank. Und da gibt es die sogenannten Basel-Regeln 1, 2, 3, und die beschränken das natürlich. Die sagt, die Bank kann nicht ewig Kredite vergeben, da gibt es eine Grenze. Und wenn das Eigenkapital mal kleiner wird als diese Grenze, die ist unterschiedlich, ja, je nach Art der Kreditvergabe, risikobelastet, da gibt es mathematische Formeln dazu. Am Anfang war es ganz einfach, hat man gesagt 8%, ja, 8% Eigenkapital muss unterlegt sein für die Kredite. Und das ist interessant, haben wir uns dann auch gefragt, auch in meinem Institut, Unternehmen sagen, wieso gerade 8%, warum nicht 6%, warum nicht 10%? Ne? Keiner hat uns das sagen können. Ich persönlich habe dann für mich privat jetzt den Schluss gezogen, das waren die 8%, die seinerzeit der John Law vom französischen König verlangt hat, wie er seine private Zentralbank eingeführt hat. Na, vielleicht war das eine Reminiszenz an diesen Betrüger damals, ne, der das gemacht hat. Kann ja sein. Na, jedenfalls, die Bank selber kann jederzeit Geld ausgeben, das sie nicht hat, denn sie bucht aufs Girokonto. Und dies ist das Fiat Money. Das ist Geld, das vorher gar nicht da war. Und das ist blöderweise eine Verbindlichkeit. Nur kann man jetzt als Staat, also als Gesetzgeber, die Banken entschulden, indem man sagt, das, was für dich eine Verbindlichkeit ist, ja, wandle ich um in eine Beteiligung von mir selbst, Staat, bei dir. Du buchst das jetzt ins Eigenkapital, zu dem Anteil gehörst du dann mir, ist ja kein Problem.
Und die notleidenden Kredite auf der Aktivseite kannst du dann alle abschreiben, weil genug Eigenkapital hast du ja dann durch diesen Debt Equity Swap, durch das Umbuchen. Ja? Und dann bleibt sogar noch ein bisschen was übrig an Eigenkapital, das dem Staat gehört. Und damit hat der Staat ein Mitspracherecht bei der Politik, ja, der Banken, bei der Geschäftspolitik. Und diese wunderbare Situation, alle Banken zu entschulden, bloß mitreden zu können bei der Geschäftspolitik, weil er Miteigentümer ist, kostet ihn genau gar nichts, außer ein paar Zeilen eines Gesetzestextes. Gesetzliche Regelungen sind dem Geld bei Weitem überlegen. Da komme ich jetzt wieder zu dem Spruch, gib mir die Macht der Gesetzgebung und es ist mir egal, wer das Geld verbucht. Aber die Macht der Gesetzgebung, wenn wir daran glauben, und das ist eigentlich eine self-fulfilling prophecy, wenn wir es wollen, können wir es ja so machen, ja? Dass das Gesetz und das Recht vom Volk ausgeht, dann geht es von uns aus. Und dann machen wir dieses Gesetz und dann buchen wir so und dann können die Damen und Herren, die irgendwo Gold horten, Wertpapiere oder sonst was, ja, oder Schwarzkonten, die können uns nicht mehr manipulieren. Wir sagen, Geld können wir auch aus Luft buchen. Wir wissen genau, wie es geht. Aber wir machen es in unserer Region, mit unserer Bevölkerung im Konsens und lassen uns nicht mehr spalten. Denn die Spaltungsidee kommt in Wirklichkeit nur über Verknappung und über den Tausch. Wenn ich etwas tausche, das knapp ist, dann habe ich immer ein paar, die haben mehr und ein paar, die haben weniger. Und damit entsteht die Idee der Spaltung. Bitte. Andi, Moment. Wir müssen eigentlich zu den Basics zurückkommen. Und zwar, wer schafft die Werte? Was sind die Werte? Und die Werte, die Assets auf diesem Planeten bestehen aus Realitäten. Und real sind Land, Edelmetalle und die menschliche Leistung. Unsere Leistung ist der Realwert. So, und wir sind real. Während Staaten, Gesellschaften, Personen Fiktionen sind. Und Fiktionen erschaffen nichts. Und da ist der Grundsatz. Das heißt, wir sind eigentlich in Unkenntnis gehalten über die wahren Zusammenhänge, wie überhaupt das ganze System funktioniert. Und ich glaube, der erste Schritt muss sein, dass man den Leuten klar macht, wie schaut denn die Realität aus, in welcher Realität lebt sie alle, dann versteht sie, warum das so abrennen muss. Und dann sind wir wieder im Konsens, dass es nämlich keine bösen Politiker und keine bösen Banker gibt, weil die hängen im System genauso drin wie ihr. Ihr müsst euch das vorstellen, ihr sitzt im Ruderboot dem gegenüber und jeder rudert in seine Richtung. Und das kann nirgendwo hinführen. Wir müssen Konsens finden und sagen, okay Leute, ihr glaubt an dieses System, aber ist euch klar, dass ihr das Asset seid in der Bank und nicht die Buchungszahlen, die da hin und her transferiert werden. Ist euch klar, dass die mit euch ein Asset von der privaten Seite, weil alle Assets sind privat, und die öffentliche Seite hat nichts, weil es eine Fiktion ist. Die ist im Konkurs. Und um einen Konkurs aufrechtzuerhalten, muss ich Liquidität haben. Und die Liquidität wird von den Assets, von euch allen, angezogen. Das heißt, im Grunde ist ein Umverteilungsprozess privat in öffentlich. Das ist der Mechanismus. Und wenn ich das einmal verstanden habe, weiß ich, dass das keine Feinde sind, sondern ich muss einfach Mechanismen finden, wie kann ich dem das unterbinden? Wie kann ich sagen, okay, wir brauchen nicht den öffentlichen Konkurs, wir können das untereinander im Privaten regeln. Weil dann sind wir immer auf der Habenseite. Und damit komme ich zurück, der Gesellschaftsvertrag bedeutet Selbstverpflichtung, Leute. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt und ein wichtiges Wort, wenn wir uns alle Selbstverpflichtung auferlegen und zu etwas stehen, was wir miteinander ausmachen und nicht überlegen die ganze Zeit, na wie kann man einen Vorteil daraus ziehen und die anderen austricksen, dann wird dieses Modell funktionieren. Die Basis vom Gesellschaftsvertrag ist, dass ich mich dem selbst verpflichtet fühle, meinem gegebenen Wort. Und das ist die bessere Variante als eine vorgegebene, aufoktroyierte Verfassung, wo man nicht einmal wissen, wer hat im Hintergrund irgendwas sich ausgedacht. Eigentlich war das ja schon ein wunderschönes Schlussstatement fast.
Dem könnte man eigentlich nur anfügen, dass, weil vorhin noch du hast den Contrat social erwähnt von Rousseau. Das Bedauerliche war, dass sozusagen diese Diskussion oder dieser Diskurs, dieser gesellschaftliche Diskurs immer vor dramatischen Umwälzungen passiert. Das heißt, der Rousseau hat die Sachen geschrieben 20 Jahre bevor die Französische Revolution gestartet hat, in Wahrheit. Und ich kann eigentlich für meine oder für uns nur hoffen, dass wir nicht eine Revolution brauchen, um sozusagen diese gesellschaftlichen Veränderungsprozesse lebbar zu machen. Und insofern, glaube ich, wäre das das Schlusswort. Ja, ich hätte doch eine Frage noch, weil jetzt ist es gerade gefallen, nämlich das Wort Revolution. Und doch ganz zu Beginn ja, vom lieben Franz, und ich weiß auch, wie es du verstehst, lieber Franz, wir sprechen von einem Paradigmenwechsel. Das heißt, eine Revolution heißt ja nichts anderes als Revolvere, es wiederholt sich, sondern es muss ein anderes Verständnis da sein. Und jetzt, ich wollte es vorher schon machen, aber leider nicht dazu gekommen, meine Frage wäre wirklich kurz, was oder wie seht ihr den Paradigmenwechsel oder was ist überhaupt das Paradigmenwechsel zu verstehen? Weil es wird sehr leicht ausgesprochen, nur was das bedeutet, das würde mich interessieren, vor allem von dir, Franz, und auch deinem Beisitzenden. Dankeschön. Ich möchte es in aller Kürze nochmal wiederholen, was ich auch schon in meinen Ausführungen gesagt habe. Ich glaube, der politische Paradigmenwechsel, wenn wir sagen links, rechts, oben, unten, wird es nicht sein. Trennen wir uns bitte und unsere Herzen und unsere Hirne von der ideologischen Gehirnwäsche, die man mit uns seit Jahrzehnten betrieben hat. Es haben nicht die unten recht und nicht die oben und nicht die in der Mitte. Jeder hat seine subjektive Wirklichkeit, seine Biografie, wo er geprägt wurde, und das ist anzuerkennen. Denn das sind subjektive Wirklichkeiten aus der Biografie der Menschen, für die ist das real. Wenn sich die fürchten, Milliarden zu verlieren, ja, oder wenn sie nicht wissen, wovon sie am nächsten Tag leben müssen, das sind jeweils unterschiedliche Wirklichkeiten und jeder hat die gleiche Berechtigung. Ja. So, nur natürlich wird das teilweise sehr unangenehm empfunden und da wollen wir alle herausholen. Ja. Und genauso ist es auch mit religiösen und ethnischen und ähnlichen Ideologien und Prägungen. Die bringen uns nämlich bei der Problemlösung um keinen Schritt weiter. Im Gegenteil, die trennen uns und bringen damit von der Lösung uns immer weiter weg. Ja? Die saugen unsere Energie und unsere Zeit ab. Wenn wir aber sagen, wir überwinden diese sinnlose Trennung der Wissenschaften in da Ökonomie, also Geld zählen, ja? Und hier Recht, gesetzliche Grundlagen für Bewertungen schaffen, sondern wir führen das zusammen. Indem wir sagen, die Gesellschaft ist jetzt nicht ein Verteilungsspiel, im dümmsten Sinn ein Nullsummenspiel, ja, sondern das ist eine gemeinsam gelebte Wertegemeinschaft. Wir bestimmen im Konsens, welche Leistung ist wie viel wert. Und bei Wertschöpfung, bei nachgewiesener Leistung, wird das einfach gebucht, also Wertschätzung. Dann sind wir sofort im Konsens und wir sind auch flexibel, weil wir von heute auf morgen über den Gesellschaftsvertrag reagieren können, wenn Not am Mann ist und das eine mehr gebraucht wird als etwas anderes. Und dann gönnen wir uns und jedem Mitglied der Gesellschaft möglichst viel Reichtum, Muße, persönliche Freiheit und individuelle Entwicklung, weil genau aus dieser Vielfalt dann das schöne Miteinander überhaupt erst erlebbar wird. Das ist die Option, die wir haben und das ist für mich der wissenschaftliche Paradigmenwechsel, den wir so signalisieren müssen und da fahren wir jetzt einfach quer zu allen alten Denkmustern und Paradigmen und lösen die normativen Wissenschaften auf, wir enttarnen sie als Pseudowissenschaft, als modernes Priestertum, als Macht- und Herrschaftsinstrument für bestimmte Eliten, für Gehirnwäsche, zur Erzeugung von Abhängigkeiten, zur Fremdsteuerung und so weiter und so weiter. Und der Kern an Statusbewusstsein und Angst und Gier. Und wenn wir die Menschen, egal auf welcher Ebene der Gesellschaft, von Statusbewusstsein und Angst und Gier befreien können, dann werden wir uns alle wohler fühlen und dann finden wir auch den Weg zueinander im Konsens. Da bin ich mir ganz sicher. Ich möchte jetzt noch. Ich habe die anderen auch gefragt. Was? Andi, bitte. Jetzt schon. Danke. Ich wollte gleich sagen, ich möchte jetzt nicht der letzte Sprecher sein, weil der Franz eigentlich sehr viel Positives in die Runde gebracht hat. Diesen Optimismus teile ich nicht, und zwar deshalb nicht, weil Systeme dazu neigen, um ihr Überleben zu kämpfen. Das heißt, wir bewegen uns ja derzeit in einem System, wo wir sozusagen von außen in einer Art Beobachterrolle auf das System blicken.
Gedanke, ich könnte mal sagen, wir stehen eigentlich außerhalb des Systems. Ja, wir schauen uns das eigentliche System an. Und die Frage ist, solange sich die Vorstellungen und Paradigmenwechsel nicht einbetten lassen in ein bestehendes System oder Teilsysteme, wird es nicht anders gehen, als dass es mit einem Zusammenbruch zunächst einmal enden muss. Das sehe ich jetzt aber nicht als etwas Negatives, sondern der Zusammenbruch ist gleichzeitig die Chance für einen Neubeginn. Und da sind wir dann bei deinem Thema, wo wir sich hoffentlich die Themen dann verwirklichen lassen. Ich glaube nur, dass uns für einen gesellschaftlichen Prozess die Zeit davonläuft. Das heißt, die Zeit wird nicht ausreichen, ist meine bescheidene Meinung. Das heißt, bei uns wird es zuerst den Zusammenbruch geben und dann den Neubeginn. Danke, dazu möchte ich gerne noch ein abschließendes Wort meiner Seite sagen. Das waren die Stichworte, darf ich das? Ja. Der Franz hat von der Verabschiedung des wissenschaftlichen Paradigmen gesprochen und hier ging es um den Zusammenbruch, um eine Art Revolution, die vermutet wird, dass es ohne der nicht geht. Und dem möchte ich gerne einen anderen Vorschlag nicht entgegensetzen, sondern vorbringend, der ja bereits besteht. Dieser Gedankengang, dieser philosophische Gedankengang hat etwas mit der Würde des Menschen zu tun. Wo beginnt die Würde? Was ist die Würde überhaupt? Und ich würde sagen, dass der Mensch als Seelenwesen, das sich in einem Körper inkarniert, seine Würde bereits, nämlich sein Werden, bereits mit sich bringt. Das heißt, der Mensch weiß ganz genau, die Seele weiß ganz genau, was sie werden will in diesem Leben. Und das ist seine Würde. Und diese Würde muss man dem Menschen lassen. Denn in dieser Würde, in diesen Werten liegt nicht die Revolution, das Zerstören, damit wir was Neues kriegen. Wir können alles umwandeln in etwas Besseres. Wir müssen es nicht vorher zerstören. Wir können es auch bewusst abtragen und wiederverwerten, wie das ja auch in der Abfalltrennung gemacht wird. Das können wir mit allem so machen. Dass der Paradigmenwechsel, der geistige Paradigmenwechsel meiner Meinung nach oder meiner Ansicht nach, müsste von einer Revolutionsidee zu einer Pervolutionsidee kommen. Und dieser Begriff Pervolution, also Fürbewegung, dass wir uns für etwas gemeinsam entscheiden, existiert bereits seit den 60er Jahren. Das ist gar kein neuer Begriff, aber es sind mehrere solche Begriffe aufgetaucht wie Provolution und so weiter, die alle das Gleiche aussagen. Aber es wird nicht sehr breit vertreten, es wird nicht daran gearbeitet, es wird nicht darüber gesprochen und ich mache das hier zum ersten Mal öffentlich. Danke. Ich möchte in gewisser Weise da anschließen und also diesen angesichts meines Juristseins vielleicht nicht so überraschen, was ich anführe, eines der meines Erachtens nach schönsten und wichtigsten Dokumente der menschlichen Rechts-, aber auch Kulturgeschichte, ist die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte aus 1948. Die ist nach einer Katastrophe zustande gekommen. Ich hoffe, dass wir nicht noch einmal eine solche Katastrophe brauchen oder möglich eine noch größere, um rechtzeitig zu erkennen, dass wir vom Konkurrenzdenken zum Kooperationsdenken finden müssen, um wirklich auf diesem Planeten alle gemeinsam überleben zu können. Das wünsche ich mir. Ja. Ich möchte mich allen Vorrednern anschließen und möchte noch ergänzen, dass ein Paradigmenwechsel mit Sicherheit kein Ad-hoc-Geschehen sein wird. So wie der Polsprung, der passiert ja nicht von heute auf morgen, sondern in zeitgeschichtlicher Abfolge, in Jahrtausenden oder Jahrhunderten. Solange wir aber nicht begreifen, dass wir als Menschen den Dogmen, denen wir unterliegen, uns verwehren müssen, solange wir nicht unser eigenes Sein, unser Selbst für uns selbst entdecken
und ich erkenne das selbst, also man muss einen, sich selbst suchen, eine ethische Grundlage finden für uns, die wir dann auf andere anwenden, dann wird es vielleicht ein Lösungsansatz sein, der uns in diese Richtung bringen kann. Solange sich alle Aktivitäten nach den Spielregeln dieses wahnwitzigen Systems richten, gibt es bestimmt keine Rettung. Und ich habe mir als Schlusssatz vor dieser Veranstaltung schon etwas vorbereitet und ich wusste nicht, dass die Diskussion so derartig in diese Richtung am Ende gehen wird. Und ich habe da weiters für mich ausgeschrieben, ein Ausweg muss außerhalb dieses Systems gefunden werden. Innerhalb, so wie es jetzt läuft, kann er nicht gefunden werden. Und wenn Sie daran denken, meine Damen und Herren, behalten Sie bitte noch einen Applaus für sich. Wir hatten etwas im vorigen Jahrhundert, im 20. Jahrhundert, beginnend im späten Mittelalter, das nannte man Aufklärung. Und seit Mitte der 90er Jahre hat sich dieser Prozess nicht nur umgekehrt, sondern er geht in einem wahnwitzigen Tempo zurück in die Zeit finstersten Mittelalters und noch weiter zurück. Also ich glaube, wir sollten schon mal überlegen, was uns so weit gebracht hat, wer uns derartig, ich sage mal, das Gehirn gewaschen hat, dass wir heute in einem System leben, das wir selbst gewählt haben. Meine Damen und Herren, die Regierung, die wir haben, die Politiker, diese Finanzmächte, die haben wir gewählt, das ist unser Produkt. Und heute sitzen wir hier und diskutieren und werfen uns gegenseitig vor, es besser oder weniger gut zu wissen. Das ist der ganz falsche Ansatz, meine Damen und Herren. Ich habe schon einmal gesagt, wir müssen uns solidarisieren, wir müssen gemeinsam gegen diese Entwicklungen vorgehen. Und die Blockaden in unseren Köpfen, und das ist, glaube ich, von dir heute so schön angesprochen worden, die müssen endlich weg. Lassen wir die Herzen sprechen, geben wir dem Menschen oder unserem Gegenüber die Würde, die er verdient, und jeder Mensch, egal ob rot, schwarz, blau, grün, welche Farbe auch immer, ich sage jetzt bewusst, ich rede jetzt nicht von Ausländern, jeder Mensch hat das Recht auf Würde. Und ich sage es vielleicht jetzt im Schlusssatz, eine Gesellschaft, die es schafft, die Hoheit über ihr Geld, und das ist momentan das, was uns am Leben hält, zurückzugewinnen, ist mit Geld nicht auszuhebeln. Danke für Ihr Zuhören. Ich hätte noch kurz eine Frage, bitte. Was mir ziemlich brennt ist, wie sieht ihr die Situation eigentlich mit Russland? Ja, weil ich meine, ich sage einmal, Argentinien geht in Staatsbankrott, ja, und geht es eigentlich danach, ich meine, ich weiß nicht, was man so hört, der Bevölkerung dann wieder gut. Ja. Falsch, 50% Inflation, entschuldige, wenn ich doch verletzt habe. Ja. Alles in Ordnung. Was ist das jetzt für eine Frage, in welchem Kontext zu Russland? Die Frage ist dahingehend, wenn einzelne Länder in Konkurs gehen können, ja, und dann passiert ja wieder irgendwas, weil ich meine, das, was wir jetzt haben, ist auf globaler Ebene, ja. Das passiert ja jetzt im gesamten Federal Reserve System. Also ich habe vor etwa 2 Jahren ein Gutachten geschrieben für eine Völkerrechtsaktivistin, die zusammenarbeitet mit einer Beratergruppe der Vereinten Nationen. Und da ging es um die Frage, ob die Vereinten Nationen ein Konkursrecht für Nationen einführen sollen, ein einheitliches Konkursverfahren für Nationalstaaten. Und ich habe in diesem Gutachten Folgendes geschrieben: Es gibt 2 grundsätzlich mögliche Rechtspositionen, wie man zum Konkurs von Nationalstaaten stehen kann. Variante 1, der Nationalstaat ist der Gesetzgeber. Das heißt, der Staat selbst erschafft die Gesetze. Dann erschafft der Staat natürlich auch das Handelsrecht, somit auch das Insolvenzrecht und kann natürlich nicht diesem Recht, das er selber geschaffen hat, wieder unterliegen. Das geht überhaupt nicht. Ja. Also auf den Gesetzgeber selber ist das Gesetz, das er selber geschaffen hat, nicht anwendbar, weil er ist ja keine Handelsfirma, ja, sondern er ist eine gesetzgebende Körperschaft. Das wäre die eine Sichtweise. Dann ginge es nämlich nicht, dann könnte man kein Insolvenzverfahren auf Nationalstaaten anwenden. Dann habe ich gesagt, es gibt auch noch eine zweite Rechtsposition. Zweite Rechtsposition, ich habe nicht gesagt, welche die richtige ist oder welche ich präferiere, ich habe gesagt, es gibt halt noch eine zweite. Die zweite wäre, Nationalstaaten sind Handelsfirmen, so wie andere Firmen auch, unterliegen daher prinzipiell auch dem Konkursrecht. Dann müssen wir nach Handelsrecht im Insolvenzfall bei allen diesen
eingetragenen Handelsfirmen natürlich herausfinden, wer sind ihre Eigentümer. Die Bevölkerung hat ja dann den Status der Mitarbeiter, das ist das Personal, und in einem Insolvenzfall eines Unternehmens haben die Mitarbeiter immer Gläubigerstatus, aber nie Schuldnerstatus. Das heißt, wir werden dann ja, nach den Eigentümern dieser Handelsfirmen fahnden und die in Konkurs schicken. Und das Ergebnis war bei der 69. Sitzung, dass sich die Vereinten Nationen entschieden haben, kein nationalstaatliches Insolvenzverfahren einzuführen. Ja, und den Beschluss habe ich mir dann rahmen lassen. Ja, so viel dazu. Ja. Ja, man muss einfach ihnen nur vor Augen führen, dass schon nach den Spielregeln, die sie sich selber erschaffen haben, ja, wir nicht ausbeutbar sind. Es geht nicht. Ja, nicht einmal nach den Regeln, die sie selber erschaffen haben, funktioniert. Wir müssen das nur mal selber verstehen. Wir tun immer so, als wären wir ihnen ausgeliefert und so Hilfe und so weiter. Das stimmt ja nicht. Die haben etwas erzeugt und das Problem ist, ja, dass sie selbst in diesem eigenen System sich selbst pausenlos widersprechen und das müssen wir nur aufzeigen. Ja? Dann geht es einfach nicht mehr. Das ist, eigentlich ist das relativ einfach. Ja? Jetzt ist ja so, dass ja quasi Russland, also wie weit die jetzt an, wie weit man denen trauen kann, weiß ich nicht. Ja? Aber die wollen ja von diesem ganzen Federal Reserve System eigentlich ja wegkommen. Weil nachdem die Reparationszahlungen vom Ersten Weltkrieg dann aus sind, wollen sie in ein anderes System übergehen. Ja, aber was macht dann die NATO? Die spitzt sich schon immer mehr in diesem Bereich dann zu. Ne? Nein, das System, es ist eigentlich ganz einfach. Es geht hier nicht um Russland, es geht um die BRICS-Staaten. Es geht um Brasilien, Russland, ja. Indien, China und Südafrika. Und diese Staaten haben schon ihr neues Währungssystem. Ja, genau. Und das ist auch schon weltweit von der Infrastruktur her einsetzbar. Und das bieten sie auch allen Staaten an, die es verwenden wollen. Also wer jetzt umsteigen will von SWIFT ja, auf ein anderes globales Verrechnungssystem, der ist herzlich willkommen. Und ich kann nur sagen, schon Anfang dieses Jahres, ich bin also Privatkunde bei der Ersten Bank, gab es bei der Ersten Bank keine Möglichkeit mehr, bei einer Auslandsüberweisung einen BIC-Code einzutragen, weil die offensichtlich schon aus dem SWIFT-System draußen ist, ja, seit Anfang dieses Jahres. Nein, das ist nur in Europa aufgelassen. Okay, na, das heißt aber auch, dass Europa nicht mehr im SWIFT ist. Das heißt, dass Europa eigentlich nicht mehr beim SWIFT dabei ist und das ist das von der Federal Reserve. Und damit ist die Frage eigentlich auch schon beantwortet. Ne? Franz, vertraust du dann auf die BRICS-Alternativwährung und setzt du deine Energie nicht mehr in deine eigene Alternative wie OSPI oder läuft das auch noch? Ich vertraue natürlich sehr heftig auf OSPI, gar keine Frage. Das läuft parallel. Das Informationsgeld, das wir mit OSPI einführen werden, ist anderen Tauschgeldern bei weitem überlegen. Es ist nur so, dass in der Übergangsphase natürlich ein System kommen wird, das noch ein Tauschgeld sein wird. Wir sind ja auch bei OSPI zu Beginn in der Vollgeldvariante unterwegs und führen dann erst schrittweise das Informationsgeld ein. Das ist alles verständlich. Aber dass wir jetzt auf der Systemseite einen Wechsel von einem System in ein anderes und höchstwahrscheinlich, ich sehe das zumindest so, in viele unterschiedliche haben werden. Ich habe ja nichts gegen Regionalgelder, gegen Regios, Chiemgauer, Waldviertler, wie sie alle heißen, sind alle herzlich willkommen. Ich bin nur dafür, dass man dann einen fixen Wechselkurs installiert, ja, und dann nicht Wechselkurse einführt, die dann, wie soll ich sagen, wieder dazu führen, dass sie ausbeutbar werden. Fixe Wechselkurse sind bei einem materialistischen Tauschgeld mit Eigenwert ein Problem, weil er durch den flexiblen Wechselkurs unterschiedliche wirtschaftliche Kapazitäten ausgleichen kann. Aber wenn das Geld keinen Eigenwert hat, ja, und beim Konsum wieder gelöscht wird, habe ich dieses Problem auch nicht. Ja, weil dann nämlich die Preisbildung sowieso nach anderen Regeln funktioniert, die unabhängig von der wirtschaftlichen Kapazität einer größeren Region sind. Also das muss man alles einmal verstanden haben, dass die alten einengenden Spielregeln der Tauschgeldökonomie in dem Fall alle nicht mehr gelten, weil wir wirklich nur in einer Bewertungsgemeinschaft und ich sage dann auch Wertegemeinschaft leben. Ja. Also auch die Sprache führt das dann zusammen, dass wir in einer Bewertungsgemeinschaft schon ein gemeinsames Wertesystem leben, dass wir durch die Notation und die Buchung dann einfach auch so formal abbilden.
Das wird dann der schöne Schritt. Und das sind Stufen. Wie gesagt, die vier Stufen der emotionalen Bewältigung, wie komme ich vom materialistischen ins postmaterialistischen Geldsystem, immer wieder durchbeten, mantraähnlich, ja, am Morgen und am Abend, Gebet, und dabei verinnerlichen, aufs Bankkonto schauen, ja, und auf die Sparbücher, Aktien, falls man da welche hat. Ne? Mal schauen, wie fühle ich mich dabei und wird es dann besser. Ne? Und wenn man das also wirklich praktiziert, dann kann man sich davon sehr schön trennen und lösen. Und dann natürlich auch die gepflegte tägliche Umgang bei Telefonaten mit Bankmitarbeitern und Inkassobüros und solchen Dingen. Ne? Da kann man sehr viel lernen und auch andere viel lernen lassen dabei, ne? An Informationen. Meine Frau hat mir das heute auch wieder vorgeführt. Ne? Hat sich Geld von einem Inkassobüro zurückgeholt und die hat gesagt, selber schuld, warum hast du das überhaupt überwiesen? Inkassobüros kriegen von mir prinzipiell nichts, weil ich keinen Vertrag mit ihnen habe. Ne? Ja. Aber meine Frau darf das auch selber lernen, nicht? Weil mit dem eigenen Geld spürt sie es dann. Ne? Das ist dann es ist, also im Prinzip, es ist wirklich erheiternd. Ja? Wenn ihr das in euer Leben mitnehmt und dann so lebt und dann auch so umsetzt, dann ist das sehr befreiend. Und Leute, mit denen ihr dann mit diesem Humor und mit dem dann die konfrontiert, die werden dann auch nachdenklich. Nicht? Sagen, wieso eigentlich? Nicht? Wieso locht er? Wieso nimmt er das nicht ernst? Das ist doch Geld und Ding. Ne? Ja. Ja, an dieser Stelle, lieber Franz, liebe beisitzenden Vortragenden, vielen, vielen Dank für den erheiterten Vortrag und die Fragerunde. Ich hoffe, ihr steht jetzt eh noch ein bisschen zur Verfügung, beziehungsweise seid noch für Fragen offen im kleinen Bereich, aber dass wir mal die offizielle Runde beenden an diesem Stellen. Vielen, vielen Dank, Riesenapplaus, Dankeschön, Franz. Und ein großes Dankeschön auch an euch, die Veranstalter. Ja, danke, dass ich wieder da sein durfte. Dankeschön. Schönen Abend.